to a photograph and was lachst du denn hier schon wieder rum? Hi Timo. Na. Ja. Alles klar? Ja, sehr. Ja, ist gut. Und selbst? Ja, könnte nicht besser sein. Ne? Wir sind ja gerade zwei Stunden durch die Gegend gegurkt. Ja. Um jetzt beim Hans zu sein, Hans Krumm. Ja. Ja, willkommen bei dir, Hans Krumm. Hallo. Willkommen bei mir, ihr zwei. Ja, ich freue mich, dass ihr extra den Weg zu mir gemacht habt, so weit und heute Abend auch noch spät und im Regen. Also vielen, vielen Dank für die Mühe. Ja, ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, wir hatten ja darüber diskutiert, wie machen wir das Ganze und so weiter und machen wir das remote, ne, über Zoom oder wie auch immer diese ganzen Apps so alle heißen. Aber uns war irgendwie wichtig, dass wir uns irgendwie in die Augen gucken können. Ne? Also ja, so, dass man wirklich so das richtige Gespräch hat und nicht einfach so virtuell. So richtig auf Gefühlsebene. Ja. Genau. Ja, ist doch so. Ja. Ja, so ist das. Also uns ist das wirklich wichtig und wir haben das eine oder andere remote gemacht, aber ganz ehrlich, irgendwie ist es so viel besser. Ja. Ja, auch wenn man dann ja, einfach auch mal 4 Stunden durch die Gegend fährt und so weiter. Aber das Ding ist, Timo und ich unterhalten uns während dieser Fahrt pausenlos. Mhm. Also eigentlich könnten wir auch während der Fahrt schon einen Podcast aufnehmen und auf der Rückfahrt auch nochmal. Machen wir aber nicht aus Qualitätsgründen. Ja. Ja. Aber eigentlich ja, wird uns nie langweilig. Von daher, ja. Und eigentlich ist jetzt, wir haben jetzt Record gedrückt und haben mitten in der Unterhaltung praktisch. Wir haben uns ja schon vorher jetzt gerade so eine halbe Stunde unterhalten. Ja. Wir haben ja leckeren Zwiebelkuchen von dir gekriegt. Ja, mit Federweißer. Und Federweißer, den trinken wir immer noch. Also super. Ja. Von daher, wir sind eigentlich mitten in der Unterhaltung, wollen aber nochmal so ein bisschen nicht vorgreifen, beziehungsweise wollen einfach nochmal fragen, so hey, was machst du? Ja, die Leute ein bisschen abholen, nochmal ein bisschen mitnehmen, abholen, genau. Wo wir hier sind. Ja. Genau. Ja. Das wäre uns nochmal wichtig. Also, ja, was machst du eigentlich? Ja, was mache ich eigentlich? Und heute geht es ja um das Thema Fotografie. Mhm. Ich bin vor etwas über 10 Jahren zum Fotografieren gekommen, habe vorher schon Landschaften, Reisen fotografiert, habe ein kleines Fotolabor gehabt, habe Schwarz-Weiß fotografiert und in dem Fotolabor Filme entwickelt, sowohl die negative wie dann auch auf Papier vergrößert. Mhm. Daher kommt heute bestimmt auch noch mein Look im Schwarz-Weiß-Bild, denn ich fotografiere nur in Schwarz-Weiß. Ja. Habe vorher, wie ich angefangen habe, People-Fotografie zu machen, auch Farbbilder gemacht, aber irgendwann gab es so einen Switch. Ja. Ich glaube, der Auslöser dafür war einfach, dass jemand Farblooks gesehen hat auf seinen eigenen Bildern und sofort darauf reagiert und sagte, was ein Wahnsinn. Ja. Ja, und ich dann irgendwie gedacht habe, ist der Farblook jetzt wichtiger als das eigentliche Bild? Mhm. Und das hat mich dann so aus einer gewissen Trotzhaltung dazu gebracht, Schwarz-Weiß zu fotografieren. Das hat ganz kurz gedauert, da fand ich das so gut, dass ich gar nicht wieder zurück konnte. Ja, ja. Da bin ich dann da gelandet. Und vorher, in den Jahren davor, war ich auch Musiker, bin Schlagzeuger und Perkussionist, mache das heute aber noch relativ selten. Ich habe eine musikalische Familie, mein Sohn ist auch Schlagzeuger, der lebt aber in Berlin. Ja. Meine Tochter ist auch Musikerin, die ist vor allen Dingen Sängerin, spielt auch Gitarre, Klavier und hat entweder eigenes Repertoire, also auch selbstgemachte Stücke. Mittlerweile auch wieder eine eigene Band. Mhm. Ja, und so tut sich in meiner Familie da einiges. Also Künstlerfamilie. Ja, eigentlich ja. Ne? Mhm. Und das bringt uns auch immer so gut zusammen. Also ich habe meine Tochter auch ab und zu begleitet bei Konzerten, aber ich mache da nicht mehr so viel. Denn Fotografie hat irgendwann die Oberhand gewonnen. Und es ist, ja, in eigentlich relativ kurzer Zeit zu einem ganz wichtigen Projekt für mich geworden, das ich dann lieben und auch manchmal leiden
okay. gelernt habe. Es gab auch Phasen, wo ich gedacht habe, oh, was machst du jetzt und kam nicht weiter. Ich glaube, jeder kennt das mal irgendwann. Ja. Es gibt so Phasen, wo man merkt, man wieder, vor allem man wiederholt sich. Also für mich ist Wiederholung was Furchtbares. Mhm. Ich werde verrückt, wenn ich irgendwie merke, ja, jetzt mache ich schon wieder das, was ich gestern gemacht habe. Und dann muss irgendwas passieren. Okay. Und, ja. Und ich glaube, ihr habt ja auch eine Folge gehabt bei euch, ne, über den Frust in der Fotografie, ja. Den ich bei euch mal so ansatzweise gehört habe. Ja. Ja, das fand ich sehr spannend, dass ihr das macht. Ja, ich meine, wir wollen ja sozusagen, ich meine, wir wollen ja alle möglichen Aspekte in der People-Fotografie irgendwo abdecken. Und da gehört natürlich auch mal das Negative, das Leid, was man mal so hat und mal so der Kampf mit sich selber, das gehört natürlich auch dazu. Und das haben wir alle erlebt und da müssen wir auch drüber mal sprechen. Ne? Und ist nicht ja. alles immer Sonnenuntergang und Gegenlicht, ne? Oh. Nee. Also, auch nee. Wenn es so schöne Bilder geben kann dadurch, ne? Ja. Also, dieser Effekt von Gegenlicht und Sonnenuntergang, den du gerade erwähnst, den kann man ja. gut gebrauchen und der ist ja auch sehr schön, angenehm und schnell zu fotografieren, wenn man ja. gerade die Situation dafür hat. Aber ja, irgendwann merkst du, da willst du raus und das wiederholt sich und es ist nicht mehr so immer so deins, ne? Ja. Ja. Ja, bei mir war es auch so, es gab dann Aufs und Abs. Am Anfang hat man eine ganz steile Lernkurve ja. und man merkt irgendwie über eine gewisse Zeit, oh, das wird immer besser und auch dein Umfeld reagiert mir drauf. Mhm. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich in Social Media überhaupt gegangen bin. Ich ja. bin kein Social Media Typ, muss ich wirklich sagen. Ja. Bin heute bei Instagram und ich habe noch ein Facebook-Konto. Ich glaube, das habe ich jetzt seit Jahren schon nicht mehr bedient irgendwie. Okay. Kriege ich nur ab und zu Nachrichten, aber irgendwas posten tue ich da nicht. Wir haben eine Facebook-Gruppe. Da könntest du ja, mit dazukommen. Ja, ja. Ja. Also wie gesagt, Facebook ist für mich so ein bisschen außen vor. Ich kriege manchmal über Familie da Nachrichten. Ne? Mhm. Und es gibt manche Leute, die sind halt nicht bei Instagram. Und Instagram ist für mich so eine Institution geworden, wo ich dann am meisten, ja, vor allen Dingen Menschen kennenlerne. Das ja, ist das muss man wirklich sagen. Also Instagram ist ja so die Börse mhm. ne? für Fotografen, Modelle, wo man sich einfach kennenlernt, ist sozusagen Ausstellungsfläche und Börse. Da hat man auch schon mal in einer anderen Folge ja. mal drüber gesprochen. Nutze ich im Prinzip genauso. Also muss man wirklich sagen, was ich festgestellt habe, zum Beispiel bei Instagram, wenn man mal eine gewisse Followerzahl hat, wird man auch komischerweise ein bisschen ernster genommen, kann man das so sagen. Also es ist mir so gegangen, ab einer gewissen Followerzahl, dass ich auf einmal anderen Zuspruch nochmal hatte von anderen Leuten. Ja. Komischerweise. Also für mich ist das, ich glaube, völlig unbedeutend. Mhm. Nee, ist auch nicht, ja, also ist ich, auch nicht ich wichtig. Ich habe auch andere Künstler entdeckt, und die für mich wertvoll sind, die meistens aus irgendwelchen Nischen kamen. Die dann für mich spannend wurden. Und die haben kaum Follower. Also, und trotzdem finde ich deren Bilder hammerartig gut. Und ja, das hat auch nichts. Nee, also Follower hat ja auch nichts mit irgendwie Qualität zu tun oder so. Was ich halt sagen wollte, ist, dass dieses Follower-Ding, viele gucken da drauf und das ist wie so ein Preistag, den du hast. So ja. viel bist du wert. Ja. Und das ist ganz. Jetzt ist irgendwas runtergefallen. Was war denn das? Ein Haken. Ach. Ein Haken, liebe Leute. Okay. Ein kleiner Saugnapf vom Fenster gefallen, da habe ich einen Hintergrund aufgehängt. Ach so. Der hat sich gerade selbstständig ja. gemacht. Ja, wir haben Herbst und es ist gerade, genau. das Material ist am Arbeiten, weil die Temperaturen wieder schon nach unten gehen. Winter is coming. Ja, genau. Fehlerweißenzeit. Richtig, Fehlerweißenzeit. Ja. Genau. Aber man hat jetzt direkt schon mal mitbekommen, dass du hier was am Aufbauen bist, so ein bisschen ja, bei dir, ne? Dass ja. du hier auch gerade ein bisschen am Rödeln bist. So. Ja, habe ich, genau. Ich habe mir gerade an die Wand einen riesengroßen neuen Hintergrund gebaut, der jetzt auch fest installiert ist, also nicht mehr auf Stativen und Querstange und was weiß ich, die man dann immer aufbauen muss, sondern es ist fest vorhanden. Und ich habe das auch so gemacht, dass das gleich lichttechnisch in diesem Raum, der ziemlich groß ist, von vornherein stimmt. Mhm. Und wenn ich jetzt shooten will, dann brauche ich nur eben den Tisch, der auf Rollen steht, wegschieben und fertig. Ja, sehr gut. Ja. Ja.
Ist das für dich jetzt so ein, ist das jetzt für dich quasi ein neuer Step, dass du sagst, du machst jetzt wieder mehr hier, oder ist das eigentlich schon immer, dass du eigentlich zu Hause Winter warst? Winter is coming. Ja. Das ist wirklich wahr. Also ja. Ich bin im Sommer gerne draußen und ja. Da ist, ich glaube, ich fühle mich sogar draußen viel wohler. Gibt es noch was Neues zu entdecken und es gibt Situationen, die du neu einschätzen musst. Mhm. Eigentlich viel spannender, als wenn du etwas hast, was du schon kennst. Mhm. Ja. Und ich mag diese kleine Herausforderung dahinter. Dazu kommt ja, dass man gelegentlich Menschen kennenlernt, die da neu in dein Leben kommen und du vorher gar nicht weißt, wie die sind, vielleicht schon mal mit denen telefoniert hast und hast noch gar nicht viel Vorbereitung. Und dann ist alles neu. Und genau diesen Zustand, den liebe ich irgendwie. Das ist so dieses Entdecken können, und ein bisschen aufgeregt sein. Also für mich ist das nicht normal und ich gehe da nicht mit normalem Puls da rein, sondern ich bin immer etwas gepitcht. Und aber ich mag es einfach auch, das gehört zu meinem Leben dazu, Menschen kennenlernen zu können und die auch möglichst intensiv wahrzunehmen. Und das, was ich da wahrnehme, dann auch irgendwie in diese Bilder rein zu projizieren. Ja. Und ist das ähnlich wie als Musiker auf der Bühne zu stehen? Weil du sagtest, du bist so gepitcht, das ist ja auch so, was man hat, wenn man auf die Bühne geht. Ein Lampenfieber. Ja, es ist unterschiedlich. Also das Publikum, das du auf einer Bühne vor dir hast, egal ob klein oder groß, hat immer erstmal eine gewisse Anonymität. Mhm. Und beim Fotografieren hast du einen Menschen, das Modell, ich mag das Wort Modell überhaupt nicht. Wenn wir es heute benutzen, heißt das immer der Mensch vor der Kamera. Ist nur ein kurzes Wort dafür. Ja. Hoffe, wir können das einfach so lassen. Zieht sich auch durch unseren Podcast. Wir sprechen immer von Modellen, aber wir meinen Menschen. Ja. Aber es ist einfach also der Einfachheit halber irgendwie. Ja, ab und zu schaffen wir es und nennen die sie Protagonisten, aber. Auch, ja, genau. Das könnte man auch machen, aber auch ein schwieriges Wort. Ja, genau. Oder schwierig auszusprechen. Ja, und. Ich glaube, zur Fotografie gehört diese Neugierde einfach auch dazu. Mhm. Ja? Menschen kennenlernen zu wollen, auch mal zuzuhören. Und dann, ja, das verzahnt sich dann alles miteinander. Mhm. Während mir, ich bin zum Beispiel kein Techniktyp, also ich brauche eine Kamera, wo ich einfach intuitiv weiß, wie ich die bedienen muss. Mhm. Und bevor jemand kommt, stelle ich die noch einmal so ein, dass ich weiß, alles stimmt. Mhm. Und dann muss das damit klappen. Ja. Dann muss ich mich darauf verlassen können und fertig. Also ich brauche keine Marke, ich brauche keine irgendwie was Neues. Ich bin froh, dass ich das in der Hand habe, wo ich weiß, das wird gut damit. Mhm. Und damit Ende. Dann ist gut. Das haben wir bei all der Technik, die wir in unserem Podcast besprochen haben und so weiter. Trotzdem ist es auch die Quintessenz immer so, ne, dass wir gesagt haben, so okay, mit dem, was du hast, der Output. Ja, meint man manchmal gar nicht. Ne? Das ist ja auch, also ich glaube, da ist aber auch jeder, also ich finde es beeindruckend, dass du da so konsequent bist, ja? Weil man wird ja schon auch verleitet, ne, dazu. Ne? Weil man, ich nicht. Also ich seh das oft oder auch, wenn ich andere Fotografen treffe, dass die öfter darüber sprechen, was sie wieder Neues kaufen und was. Und ich denke mir manchmal, ich sehe keine Notwendigkeit, dass ich etwas Neues brauche, denn das, was ich habe, funktioniert für mich perfekt. Und damit kann ich sehr ausgeglichen und sehr ruhig das nutzen. Ja? Und viel wichtiger ist, dass ich nicht den Kontakt zu meinem Modell verliere. Ja. Wenn ich da irgendwie was schrauben muss oder irgendwas umstellen muss oder ein Menü nicht gerade weiß, wie es funktioniert, bin ich raus. Und das ist ein großer Nachteil. Ja, deswegen ist es ja gut, wenn man seine Technik kennt. Genau. Ja, die sollte man also intuitiv drauf haben. Wie ein Instrument. Genau. Technik stört. Ja, aber ich habe das auch schon mal woanders gesagt. Also das ist so, das hatten wir in einer Folge mal besprochen, ich hatte das auch gesagt, das ist, wenn du anfängst mit Fotografieren und so weiter, dann kaufst du eine gute Kamera und dann sind die Bilder aber am Anfang noch nicht so, wie man das vielleicht erwarten würde. So, und dann denkt man so, ich habe doch eine gute Kamera, warum sind die Bilder noch nicht so? Ja, du hast auch noch eine Bastelstunde, weil du dich da reinfinden musst. Genau, und ich sage immer so, so eine Kamera ist wie ein Instrument, das musst du auch spielen lernen. Ja. Du kaufst ja auch keinen Steinway-Flügel und sagst, jetzt bin ich irgendwie der Super-Pianist oder was. Nein. Ja.
Genau. Ja, es ist ja nur ein Werkzeug am Ende. Ja. Und deswegen ist es auf der einen Seite wichtig, dass man sozusagen damit zurechtkommt. Also ist es dann doch wieder wichtig. Aber dann auch, um sozusagen es zu vergessen zu können. Ich muss dem Ding einfach voll vertrauen können. Ich muss das Gefühl haben, ich habe es im Griff. Wenn ich das nicht habe, bin ich irgendwie raus. Das geht mir in der Kommunikation mit meinem Gegenüber, dann geht mir was schief. Dann bin ich nicht mehr aufmerksam genug. Mhm. Und die Aufmerksamkeit ist das Wichtigste dabei, glaube ich. Mhm. Das heißt, bei dir so ein Shooting, wir hatten ja jetzt eben auch nochmal im Vorfeld ein paar Bilder gesehen und so weiter. Und die waren, ich fand sie sehr, sehr beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Also wirklich toll. Und bei den Bildern hat man auch gesehen, naja, du hast auch das Model scheinbar auch sehr gefordert. Also ist das auch so ein Weg für dich, dass du sagst, dass du Leute aus der Reserve lockst? Oder wie ist das? Oder entscheidest du das individuell pro? Also das je ist nach individuell entschieden, ja. Mhm. Ich glaube, ich habe da vorher keinen Plan, sondern das ist etwas, was ich aus der jeweiligen Situation heraus auch spüren muss. Oder irgendwie, das muss ich entwickeln können. Und ich muss ein bisschen auch merken, wen habe ich als Gegenüber dafür. Denn jeder Mensch ist unterschiedlich und deswegen gehört für mich auch immer dazu, dass man sich vorher mal eine Stunde unterhält, bevor man überhaupt Bilder macht. Und dann ist es eigentlich so, dass ich mal, um das Gefühl zu ändern, das man hat, wenn man die Kamera vors Auge hält und dann auf einen anderen Menschen richtet, dann ist das eigene Gesicht ja erstmal zum Teil verdeckt. Ja. Dieser Mensch da vor mir kann dadurch meine Emotionen gar nicht mehr richtig lesen. Denn meine Augen sind verdeckt, mein Gesicht ist zur Hälfte weg. Und dann kommt noch dazu, dass diese Kamera gelegentlich klackt und dieser Mensch aber nicht genau weiß, warum ich drücke ich jetzt und nicht später. Und das ist ein Gewöhnungsprozess von vielleicht 10 Minuten, manchmal 15 Minuten. Das braucht man so, um so eine Warmwerdephase. Oder auch, wie ist die Kommunikation, die sich ja ändert, wenn man beginnt zu shooten. Wenn man sich daran gewöhnt hat, dann gibt es, glaube ich, diese intensive Phase, wo die Bilder entstehen, die so wertvoll werden und wichtig werden. Es ist mir aber auch schon passiert, dass die ersten Bilder gleich gut sind. Ja. Man sollte das nicht unterschätzen. Ne? Nur, ich glaube, es ist so eine Erfahrung, die ich habe. Also so 10 Minuten für eine Stunde sollte sein, einfach zum Aufwärmen. Und dann kracht's. Und dann ist auch nicht, das ist dann nicht eine lange Sequenz. Die ist relativ kurz. Also ich versuche das immer so auf den Punkt zu bringen. Ich merke ziemlich schnell, wann eine Sequenz totgeschootet ist, wenn also nichts Neues mehr kommt. Ja. Und ich merke auch, wenn ich was ändern will, also wenn mir im Hintergrund etwas nicht stimmt oder mein Licht nicht da ist, wo ich hin muss, das sind immer so die allerersten Bilder von einer neuen Sequenz, die ich mache, wo ich dann noch so versuche zu checken, stimmt das schon alles? Und dann muss das einfach laufen können. Ja. Ganz wichtig ist dabei, Bilder sind bei mir alle in einer konstanten Bewegung. Also nicht innehalten. Ja. Jeder, der das macht, dieses Innehalten will ich nicht haben. Und meine Kamera ist auch auf leise gestellt. Man hört den Verschluss nicht. Ich kenne Modelle, die das, ich kenne Menschen, die das total verrückt machen. Wenn ich mal meine Kamera auf leise stelle, dann drehen die durch. Also wenn jemand das unbedingt braucht, stelle ich es auch wieder laut. Das ist nicht so, ich will ja niemanden verrückt machen. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wertvoll, nicht in diese Innehalten-Posen zu verfallen. Nein, Posen nicht. Sondern das muss etwas sein, was zu dem, eine Bewegung gehört zu einem Menschen. Und wenn er in einer kontinuierlichen Bewegung ist, dann kann er nicht posen. Sondern das, was er dann macht, ist er selbst. Richtig. Ja? Und das ist ein bisschen das, was ich einfangen will. Und ich riskiere auch dabei, dass die Bilder dann nicht immer scharf sind. Dazu muss ich dann auch sagen, ich fotografiere sehr viel mit altem Equipment. Das heißt, ich habe eine moderne Kamera, an die ich aber alte Linsen adaptieren kann. Und die haben keinen Autofokus und sind nicht schnell und sind nicht genau. Und ich kann auch nur durch den Sucher ein relativ kleines Bild sehen. Und da auch nur, und ich habe keinen Monitor oder irgendwie sowas, sondern ich habe die ganz normale Kamera. Ich gucke auch durch den Sucher durch, beurteile es nicht auf dem Display. Und was ich dann fotografiere, ist sehr intuitiv. Ja, also das ist auch, und da kommt es dann nicht darauf an, dass das Bild in dem Moment hundertprozentig scharf ist. Später vielleicht sogar
bewusst schon mal ein bisschen unscharf ist. Ich mag das sehr. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, zwischen den Bildern noch die richtigen Momente zu finden. Die tragen das, den Bildinhalt später. Und das ist letztendlich das, was mich dann auch begeistert. Und wo ich sagen würde, dafür mache ich es. Ja, spannend. Das heißt, so ein Shooting ist bei dir, ich sag jetzt mal, intensiv auf der, ich sag jetzt mal, menschlichen Ebene. Ja. Ich will jetzt nicht sagen nur Gefühlsebene, aber das ist ja auch was Physisches. Richtig, ja. Also die Bilder, die ich jetzt gesehen habe, die sind auch sehr physisch. Ja, ja, ist gut. Das war aber auch ein besonderer Fall. Also ich weiß, worauf du gerade ansprichst. Und da war es dann so, dass das Modell und ich uns erstmal sehr lange unterhalten mussten, weil einfach eine persönliche Begebenheit dahinter stand, besprochen werden musste. Aufgelockert werden musste. Denn ich hatte das Gefühl, so wie das gerade, wie die Konstellation ist, können wir gar nicht anfangen zu shooten. Und dann hatten wir 3 Stunden Zeit, das war in einem gemieteten Studio, und dann war noch 1 Stunde übrig, und irgendwie hast du dann das Fazit, jetzt musst du aber auch mal langsam reinhauen. Und das habe ich dann eigentlich für mich gedacht, das war auch nach einer ganz langen Phase, wo ich ausgesetzt hatte zu shooten, also in der Corona-Phase. Und ich hatte eigentlich neue Visionen von Bildern und viel nachgedacht, was passt zu mir, was ist eigentlich, was beeinflusst mich, was will ich auch mal anders machen und so weiter und so fort. Und da waren viele, viele Momente, können wir vielleicht noch drüber sprechen, wie sich das entwickelt hat. Und ich hatte also ein ganz neues Gefühl und ein ganz neues, ja, Konzept kann man nicht sagen, aber ein inneres kleines Vorbild, das ich machen wollte. Und dann erschien mir das so, dass dieses Modell, das da war, gerade richtig war dafür. Und dann sind wir wirklich 1 Stunde lang durch dieses Studio getobt. Und ich habe teilweise geshootet, indem ich gar nicht mehr durch den Sucher geguckt habe, sondern meine Kamera nur noch Richtung Modell gerichtet habe. Wir haben einen ziemlichen Speed und eine ziemliche Energie drauf gehabt. Und es sind eine ganze Menge Bilder entstanden, wo ich hinterher gedacht habe. Kannst du da eine Zahl nennen, so ungefähr in der Stunde? Ich würde mal sagen, so 600, 700. Ja. Das geht ja noch. Okay. Also für Timo und mich ist das so ein. Eine halbe Stunde. Weil es war jetzt wirklich nur eine Stunde. Ne? Und da mussten wir dann zwischendurch auch, also wir haben auch angefangen, noch etwas mit 10 Minuten Gewöhnung und dann aber gleich losgelegt. Ne? Und ich kann nur sagen, es sind hinterher Bilder rausgekommen, die ich eigentlich erst auch richtig gesehen habe, als ich wieder zu Hause war. Ich habe das am Monitor gesehen, war für mich so richtig baff. Also war sprachlos, weil irgendwie hat das voll meinen Nerv getroffen. Aber es war auch viel Experiment darin zu sehen. Ja? Und dann habe ich gedacht, naja, was wird jetzt mein Modell dazu sagen, wenn ich das sieht? Denn wir haben, während wir da geschult haben, die Bilder gar nicht lange angeguckt. Da war einfach die Zeit zu knapp. Ich muss auch nochmal dazu sagen, also dadurch, dass wir ja jetzt auch wissen, wie du ungefähr arbeitest, ne? Und ich weiß auch, ja, wir haben jetzt über die Technik gar nicht gesprochen, aber wenn ich das mal richtig in Erinnerung habe, hast du irgendwie mit einem alten Minolta-Objektiv, arbeitest du da, ne? Ja, ein Rocco ist das. Genau. Und das ist in dem Fall sogar ein defektes. Das ist ein bisschen, da ist eine Linse nicht mehr ganz gerade drin. Das ist ein bisschen unscharf zu beiden Seiten. Ja. Und das verstärkt sich dann noch durch die Bewegung. Und in dem Fall war sowohl das Modell in Bewegung wie ich selber auch. Und zwar mit einer ziemlich hohen Energie. Und die Linse auch noch. Ja, und deswegen sage ich nämlich, da sind nämlich dann 600, 700 Bilder, sehr, sehr viel, weil es ist nicht wie bei uns, dass dann irgendwie ein Motiv dreimal da ist, sondern es sind 600, 700 verschiedene Bilder. Ja, also das stimmt. Das ändert sich sehr schnell. Ja, also das ist auch der Hintergrund wird ganz anders genutzt. Also es ist ein bisschen radikal, das Ganze. Ne? Gehst du quasi mit einem bestimmten Konzept in ein Shooting rein, oder ist das so für dich, dass sich das erst so im Nachhinein entwickelt? Also ich würde da nicht von einem Konzept sprechen. Konzept wäre etwas, was ich vielleicht für 1-2 Shootings habe und dann wieder weglege, weil ich denke, dann ist es verbraucht oder ich würde wieder anfangen, mich zu wiederholen. Nee, ich habe jetzt irgendwie so ein, vielleicht kann man es ein Grundkonzept nennen oder ein
ein grundsätzliches... Oder eine Idee? Grundidee, ja, ja. Genau. Mhm. Die ich dann aber anpassen muss an die Menschen, die da zu mir kommen. Mhm. Und auch an die Location, in der ich mich befinde. Mhm. Ja. Und das fordert meine Intuition dann immer sofort. Mhm. Und es ist auch immer ja, eine Fortentwicklung, wenn man dann wieder zu Hause ist und die Bilder ausgewertet hat, dann fragt man sich beim nächsten Mal, was kann ich da wieder ein bisschen ändern und was kann wieder neu sein, dass man sich nicht wiederholt, auch da wieder wiederholt. Und das ist spannend. Mhm. Dazu ist auch gekommen, dass ich nach der Corona-Zeit einfach auch angefangen habe, weniger zu shooten. Mhm. Ich hatte Phasen, wo ich einmal in der Woche Bilder gemacht habe und dann ja immer, da ich nicht Profi bin, das auch für mich gemacht habe. Es hat allerdings auch anderthalb Jahre gegeben, da habe ich Shootings gemacht und Geld damit verdient. Mhm. Habe es dann aber wieder sein lassen, weil ich irgendwann gedacht habe, ich kann nicht mehr. Das, da war die Wiederholung dann wirklich drin. Da wollte ich dann immer so auf dem sicheren Pfad sein und hatte Räume, in denen man wusste, wie es Licht ist. Und du wusstest genau, die technischen und die Lichtgegebenheiten und so, die kennst du jetzt einfach. Und du kannst damit die Wünsche anderer zufriedenstellen. Das geht. Aber naja. Ja, man muss ja dann auch liefern. Genau, du musst liefern. Ja. Aber es ist... ja, und dann manchmal auch für Menschen, die anders sind als Modelle. Die machen zum allerersten Mal in ihrem Leben Fotos. Mit die musst du erstmal irgendwie ein bisschen warm kriegen und ein bisschen aus denen muss auch Energie rauskommen. Mhm. Ja, und ist eine andere Herausforderung letztendlich. Auch die Bilder sind sozusagen ganz anders. Vom Stil her sehr, sehr ähnlich, sag ich jetzt mal. Ja. Aber die Menschen sind halt. Ja, unerfahren, völlig unerfahren. Und, ne? Und manchmal überschätzen sie sich auch ein bisschen. Ja, kenne ich auch. Auch das musst du manchmal dann erfahren. Mhm. Und ich habe das nach anderthalb Jahren wieder aufgehört, weil ich eh gedacht habe, das ist so diese Wiederholungsmühle, die ich für mich nicht haben will. Mhm. Und die ist auch nicht mehr kreativ gewesen. Oder vielleicht habe ich da auch keine kreative Energie mehr reingesteckt. Mhm. Und habe dann anders weitergemacht, ja. Inwieweit ist für dich Zufall ein Stilmittel? Oh, ein großes. Ja, ich mag auch Zufall. Und natürlich auch in diesen experimentellen Bildern, die ich mache, ist auch das Thema Zufall immer drin. Mhm. Ja? Also wenn ich da vorhin davon gesprochen habe, dass ich die Kamera einfach in die Luft halte und den Monitor nicht beobachte, sondern einfach das Gefühl habe, das ist jetzt die Richtung, die Kamera haben muss. Mhm. Ist vorher so eingestellt, dass ich eine gewisse Schärfe eben habe und was davor und dahinter ist, ist unscharf. Mhm. Und wenn es das ist, ist es egal. Mhm. Ja, aber das, was da rauskommt bei diesen Experimenten, hat mich doch oft sehr überrascht. Und Überraschungen sind toll. Das ist das Beste, was man haben kann. Mhm. Ja. Ist es im Nachhinein, wie ist es dann im Nachhinein, wenn du jetzt quasi dann aus dem Shooting, rausgehst? Also ich frage auch deswegen, ich finde schon beeindruckend, du hast auch viele Bildbände hier. Ich bin auch schon am Sammeln ohne Ende. Ja, ich habe auch schon geguckt, was hier also rumsteht. Ja, ich habe sogar jetzt erst die Tage mir für ein Bildband die Füße blutig gelaufen. Das habe ich auch schon gemacht. Ja. Also wenn man, ich bin auf die glorreiche, das ist tatsächlich gestern, ich habe mir eine Blase gelaufen. Ich habe gestern habe ich in der Bücherei habe ich Helmut Newton Sumo liegen sehen für einen günstigen Preis, wo ich gesagt habe, das wird normalerweise teurer verkauft. Ja. Jetzt nehme ich es mit. Ich habe es noch nicht. Und genau. Schlepp es mal. Ja, und ich war aber irgendwie so. Ja Mensch, jetzt habe ich hier, ich habe noch einige Sachen vor mir in der Stadt. Mhm. Aber wer weiß, wenn ich jetzt wiederkomme, am Ende ist es weg. Also habe ich es mitgenommen und habe es durch die ganze Stadt getragen. Mhm. Und ich war fix und fertig danach, als ich es dann da zu Hause hatte. Ja, weil ich einfach mir echt, Glück, ne? Ja, genau. Ja. Das war so dieses, oh, ich muss das jetzt mitnehmen. Das ist auch so, in Frankfurt kann ich übrigens auch, wenn man in Frankfurt ist, in der Nähe von einer alten Markthalle, ist ein Laden, der hat fast nur ausschließlich Bildbänder. Oh. Und der macht auch gerne mal Preise, die, wenn er irgendwie was raus haben will, die unter dem üblichen Marktpreis sind. Mhm. Da bin ich mal mit 5 Büchern rausgegangen. Mhm. Also und krummen Rücken danach. Ja,
Naja, ja, da bin also ich aber tatsächlich zum Auto erstmal gelaufen. Das könnte mir auch ganz, ganz, ganz schnell passieren. Ja. Ich bin wirklich ein Fotobuch-Fan. Und vor allen Dingen sind sie für mich Inspiration. Also ich schalte gerne alles Social Media ab und nehme mal Bücher wieder zur Hand. Dann kommt natürlich, ihr seht, ich habe hier mehrere Schränke voll. Ja. Das alles, was man sieht, das sind nur Fotobücher. Ne? Ja. Aber wie immer, aus diesen Sammlungen gibt es dann ja auch die Lieblinge, die man so findet. Und die nimmt man dann ab und zu zur Inspiration. Ich sag mal, klar, wir kennen alle Lindberg. Ich glaube, das ist jetzt schon fast tot geredet, das Thema. Aber er ist einfach eine Wahnsinnsinspiration und eine Ikone für uns alle. Mhm. Aber es gibt eben auch so viel zu entdecken und so viele Dinge, die dich, wo du vorher gar keinen Zugang zu gehabt hättest. Mhm. Und dann liegen Bücher vor dir und du denkst, was ist das? Und manchmal sind sie erst am Anfang schräg und du musst dich erst reindenken. Mhm. Und dann, ich habe ein Buch entdeckt, jetzt vor anderthalb Jahren ungefähr, von der Olga Karlovac, einer Frau, die in Zagreb lebt und die mir nochmal so einen Kick gegeben hat, was meine unscharfen Bilder angeht. Mhm. Sie ist so Spezialistin dafür und hat weltweit Anerkennung dafür, was sie tut. Mhm. Und erst fand ich diese Bilder völlig schräg, aber sie haben mich berührt. Mhm. Und ich wusste aber nicht, warum. Mhm. Und dann habe ich da wirklich mehrfach immer wieder dieses Buch gegriffen und habe gedacht, was macht das mit mir eigentlich? Mhm. Und letztendlich war es immer der Moment, wo ich gedacht habe, ja, das ist ein Bild, dass ich ein Teil erkenne ich von diesem Inhalt, der andere ist aber so verschwommen, dass ich mich jetzt bemühen muss, den Rest dazu zu addieren. Also ich muss dieses Bild mit meinen Gedanken vervollständigen. Mhm. Und das ist das, was da passiert. Und das habe ich dann irgendwann auch begriffen, dass das für mich wichtig ist. Und irgendwann habe ich mich also auch erinnert, dass ich schon als Jugendlicher ein Bild gesehen habe. Das war in der Zeitschrift Stern. Und es ging um die Ermordung Kennedys. Ja. Und damals ist das ja in Dallas gewesen, in Texas, und war ein Fotograf, der in dem Moment, wo es geknallt hat, an diesem Auto vorbeigelaufen ist und mitgekriegt hat, dass da urplötzlich was passiert. Mhm. Und seine Kamera mitschwenkt mit dem Auto und man sieht quasi, wie die Jackie Kennedy sich über ihn beugen will und gerade so hoch geht. Und das ist der Moment, alles ist verschwommen. Und trotzdem merkst du genau, was da gerade passiert. Ja, ist richtig. Ja. Mhm. Ich glaube, ich kenne das Bild. Und das ist so, so nachhaltig, wenn ich mir überlege, das ist jetzt so lange her und trotzdem ist das so nachhaltig in meinem Kopf geblieben, obwohl dieses Bild nicht scharf ist. Also ich kann gar nicht klar erkennen, was da passiert. Aber genau das ist wahrscheinlich der Grund, warum es mich so erreicht hat. Ne? Ja, gut, das hat in dem, trotzdem eine Tiefe einfach. Ne? Ja, also, richtig. Ja gut, in dem Fall weißt du ja, was passiert ist. Das heißt, also du kennst diese Tragik, dieses Attentat letztendlich und auch die ganze Geschichte, die dann sozusagen da drum passiert ist mit Verschwörungstheorien und so weiter. Das heißt, da ist ganz, ganz, ganz viel steckt ja in dieser Tat. Ja. Und dann gibt es da ein Bild, was sozusagen unscharf ist und du sagst, okay, da steckt eigentlich, da kann ich jetzt diese ganze Geschichte reinstecken. Ja, obwohl es dann die Geschichte ist, die mir andere ja schon erzählt haben, weil es eine wahrhaftige Begebenheit ist. Genau. Die Bilder von Olga Karlovac, die kann ich interpretieren. Mhm. Ich weiß nicht, wann sie, das ist in Zagreb meistens aufgenommen, die Fotos. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wann, an welcher Straßenecke sie das gemacht hat. Es gibt auch keine Geschichte oder wenig Geschichte dazu. Mhm. Dann muss ich eben aus meiner eigenen Gedankenwelt und Gefühlswelt dazu addieren, was dem Bild fehlt. Aber das macht es spannend. Ja, im Prinzip ähnlich, wenn man ein Buch liest und praktisch dann einen Film vor den Augen hat. Richtig. Ja, na? Genau. Der Film ist bei den Bildern wahrscheinlich sogar für mich noch intensiver oder größer als bei einem scharfen Bild, das schon alles klar zeigt. Mhm. Das ist so nackt und das, ein scharfes Bild ist so unveränderlich. Es ist einfach sicherlich eine gewisse Wahrheit, sofern ein Bild überhaupt eine Wahrheit sein kann. In Zeiten von Photoshop und was weiß ich. Ne? Ja, aber diese Schärfe ist auch so ernüchternd, finde ich. Das ist für mich so. Ich fühle sie manchmal so. Sagen wir mal so, also das ist etwas, was mich in der letzten Zeit sehr beschäftigt ist. Also für mich muss auch so ein Bild auch ein Statement sein. Ja, so, und egal, was das jetzt ist. Ich meine, ich habe dir gerade noch mal ein Bild gezeigt, was ich jetzt letztes Wochenende gemacht habe. Und da, das ist jetzt wieder was ganz anderes. Das ist auch scharf.
Ja, und ist aber auch ein ganz anderes Stilmittel, zu dem ich da gegriffen habe. Und ich wollte einfach mal probieren, kann ich das? Oder kriege ich das umgesetzt? Mhm. Und es ist dann halt auch in dem Moment auch ein Statement. Man erkennt sofort, was es sein soll. Ja. Ja? Ja. Genau. Und das ist so etwas, das finde ich auch wichtig. Das ist ja auch letztendlich wie immer in sämtlicher Kunst, ob das jetzt Musik ist, Fotografie, Malerei, was auch immer, oder Schriftstellerei, es ist ein Angebot. Mhm. Ja, das kannst du annehmen oder auch nicht. Ja. Ja? Aber es steht sozusagen, also ich spreche jetzt mal von ernstzunehmender Kunst, also von Künstlern gemacht, die auch was zu sagen haben, sagen wir mal so. Natürlich gibt es auch so Popcorn-Zeug, brauche ich nicht drüber reden. Ja. Ja? Das ist ein Angebot letztendlich für mich, wo ich dann sozusagen irgendwas mit anfangen kann. Und wenn du sagst, okay, das sind Bilder, die sprechen mich irgendwie an, ich weiß gar nicht, wieso eigentlich, und du beschäftigst dich damit und so weiter, dann hat das ja funktioniert. Natürlich. Und das ist ja auch toll, wenn du sowas erleben kannst. Ja. Wenn du solche Bilder oder solche Kunst, es geht ja nicht nur um Bilder, es geht um Kunst. Ja. Wenn du das findest und wenn du die Sachen findest, die sich mit dir verzahnen oder vielleicht im ersten Moment gar nicht so durchsichtig sind und wo du so langsam dahinter steigst, dass sie wertvoll werden. Die sind vielleicht noch die nachhaltigeren. Ne? Dann. Kann sein, weiß ich nicht. Also wie gesagt, manchmal kann man auch ein Bild von Newton. Die sind eigentlich diese bekanntesten Bilder, wo dann, was weiß ich, irgendwelche Frauen nackt da stehen, fast wie Superhelden. Ja, der hat die groß gemacht. Ja, genau. Die Idee kam übrigens nicht von ihm, sondern von seiner Frau. Mag sein, ja. Ja. Aber diese Bilder sind alle ein totales Statement. Ja, ja, zu der Zeit, sie kommt ja aus den 80er Jahren noch und Newton hat natürlich, das sind erstmal Frauen, die eine Erscheinung haben auch, die so sehr, sehr selbstbewusst und, genau. und natürlich auch sind recht große Frauen, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und sie stehen immer auf Stöckelschuhen, das sie noch mal größer macht. Genau, und sie sind von etwas von und ihre Haltung ist immer extrem selbstbewusst und hier bin ich und hier stehe ich und wem gehört die Welt? Genau. Genau. Also das, ich kenne die. Und ja, damit, das war damals ein Meilenstein, klar. Mhm. Ja. Und wie gesagt, also das finde ich irgendwie ganz wichtig, so dass ein Bild irgendwie auch so, egal in welcher Weise, für sich stehen kann. So, und ob dann scharf oder unscharf, weiß ich nicht. Ob das jetzt so irgendwie. Ich finde, das ist jetzt nicht wichtig. Ich glaube, mich hat das erreicht eben aus ein paar Zufällen heraus. Ich glaube, das Wichtigste war die Corona-Pause für mich, die sehr lang war. Und dann habe ich ein Interview gesehen mit einem Maler, weiß gar nicht, ob man den Maler, Anselm Kiefer. Sagt mir was. Der einer der bedeutendsten deutschen Künstler, der allerdings in Frankreich lebt. Und seine Arbeiten, jedes Mal, wenn ich was von dem sehen kann, hauen mich total um. Mhm. Und der hat mal in einem Interview erzählt, warum er das macht, was er macht. Mhm. Und da sitzen, muss man sich vorstellen, er sitzt in einem riesengroßen Atelierraum. Seine Bilder sind immer so mindestens 2x3 Meter groß, wenn nicht größer. Mhm. Der ganze Raum ist voll mit diesen Bildern. Er sitzt da und raucht ununterbrochen Zigarre. Das ist so sein Faible irgendwie, der liebt Zigarre. Mhm. Und dann stehen da zwei Scheinwerfer vor ihm und zwei Leute, die ihn interviewen. Mhm. Und ich muss das jetzt mit meinen Worten wiedergeben. Der eine fragt ihn dann, können Sie uns denn erklären, warum Sie das machen, was Sie machen? Dann sagt er, passen Sie mal auf, was wir hier gerade erleben, das ist für mich völlig surreal. Mhm. Da stehen Scheinwerfer, ich weiß das, da läuft eine Kamera, da sitzen Sie. Hier ist mein Raum um mich herum, den ich kenne. Aber das, was hier passiert, das ist nicht meine Welt. Meine Welt ist ganz woanders. Mhm. Meine Welt fängt an, wenn ich mich morgens vor eine leere Leinwand stelle und erstmal spüre, was ist in diesem Raum, welche Musik vielleicht läuft, welche Stimmung ist da, welches Licht ist da, was hab ich heute Morgen noch gedacht, bevor ich hierher gekommen bin. Mhm. Und was passt jetzt alles zusammen? Und wenn ich dann auf diese Leinwand den ersten Strich setze, dann beginnt das, was mein Leben ist.
Okay. Das heißt, das Außen ist surreal, weil es eine Welt ist, die ich für meine Kunst nicht gebrauchen kann. Ja. Die muss ich ausschalten, komplett. Ja. Und das macht er so konsequent, das ist, ich fand im ersten Moment das schon fast ein bisschen arrogant, das so zu sagen. Mhm. Ja. Aber als ich dann hinterher darüber nachgedacht habe, fand ich das gar nicht faszinierend. Also das war eine der gebündelsten Aussagen, die ich je gehört habe darüber und die mich auch völlig fasziniert hat. Dann habe ich natürlich überlegt, auf mich selbst bezogen, wie kann ich denn selbst, oder was bedeutet das für mich? Also kann ich irgendwie überhaupt in einen Zustand kommen, der ähnlich wäre? Nein, kann ich nicht. Dafür mache ich das, fotografiere ich noch zu wenig und habe noch nicht verstanden, wie man eine solche Intensität an sich ranlassen kann. Aber dass es einen Weg dahin gibt oder dass man eine Möglichkeit sehen kann dahin, das habe ich schon irgendwie begriffen. Ne? Das hört sich für mich so ein bisschen wie Hypnose an oder sowas. Dass man sich so, oder Meditation, dass man so zu sich selber findet in dem Moment. Ja. Ne? Wie Meditation, wie Meditation. Ja. Genau. Ne? Man findet sozusagen so zu sich selber, man hört in sich selber rein, in seine eigene Welt. Ja. Ja, mit der Umwelt, mit dem Licht, wie du gerade gesagt hast, mit der Musik, die vielleicht gerade gelaufen ist oder noch läuft, um dann sozusagen aus sich heraus irgendwas zu machen. Ja. Aber dann wirst du auch merken, das geht aber nur alleine. Du bist ja zu zweit als Fotograf. Du hast ja noch ein Gegenüber. Ja, aber dann, wenn du da dich mit dir selber lange genug beschäftigt hast, dann wirst du merken, dass du für das, was du dann machen willst, auch mal die Wünsche deines Modells ein bisschen hinanstellst. Mhm. Und das machst, was du machen willst. Mhm. Jedenfalls, was die künstlerische Seite dieser Bilder angeht. Mhm. Ja? Und dann ist so ein, so wie eine vorherige Vorstellung, wo es hingehen soll, ganz wertvoll. Aber du musst natürlich den Menschen auch kennenlernen, mit dem du das machst. Und dann muss sich das muss dann zusammenpassen. Mhm. Und damals, also von der Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, da hat es einfach dann auch perfekt gepasst. Und ich bin deswegen auch total begeistert aus diesen Bildern rausgekommen. Das funktioniert aber nicht immer. Und auch das Strickmuster, das ich da hatte, funktioniert lange nicht mit jedem Menschen. Mhm. Das ist zum Teil, ich würde das beschreiben wie Tanzen. Ja? Mhm. Tanzen müssen zwei und sie müssen die Bewegung des anderen spüren, mehr dann sie wissen, wie die Schritte gehen. Mhm. Ne? Richtig, ja. Und dieses Spüren ist, glaube ich, genau dabei das Wichtige. Mhm. Ich habe gemerkt in den Bildern, die ich da in dem Studio gemacht habe, dass ja auch meine eigene Bewegung ganz stark daran beteiligt war. Ja. Und ich sehe, was meine Kamera macht und welche Bewegung meine Kamera ausführt und ich sehe die Bewegung meines Modells. Mhm. Und beide müssen irgendwie zusammenpassen. Mhm. Und das ist das, wo ich sage, das kannst du nicht mit jedem machen. Ja? Da muss man auch das Glück haben, die zu finden, die auf einmal da harmonisch werden können. Ja, ne? Ja, das ist klar. Das ist übrigens auch etwas, was ich öfter so beschreibe bei Shootings, dass man sagt, dass ich manchmal sage, so pass auf, lass uns mal jetzt mal ganz so Freestyle machen und so weiter. Wie so ein Tanz. Ja. Und das versteht übrigens auch jeder. Komm, wir tanzen jetzt mal. Ja, ja. Mhm. Ja? Ja. Na? Und dann sagt man, komm, wir haben hier eine Umgebung, die ist in alle Richtungen irgendwie fotogen und wir haben auch irgendwo überall Licht und so weiter und jetzt gucken wir mal, was passiert. Ja. Und natürlich ist nicht jedes Bild gut. Nee, muss auch nicht. Ne? Warum auch? Ja. Ne? Aber wenn man am Ende mit einer Handvoll guten Bildern rausgeht, oder vielleicht sogar noch weniger, also das ist hast du alles richtig gemacht. Nein, das Verrückte ist dabei ja eigentlich auch, dass man quasi nach jedem Shooting nicht hinterher rausgeht und 10 gute Bilder hat, sondern 5 und davon sind 2 richtig geil. Ja. Das ist, ich weiß nicht warum, aber diese Regel habe ich schon so oft gehabt, weil diese besten Bilder alle anderen in den Schatten stellen. Mhm. Ja, und dann ziehen dich diese Bilder an und du sagst, und man macht auch nicht von einer Szene 3 Bilder und dann sucht man sich da eins von aus. Sondern man muss entscheiden als Fotograf, das ist das beste Bild. Ja. Und das ist deine Meinung. Und nicht, wie ich das bei Instagram manchmal sehe, 3 Bilder stehen nebeneinander, welches nehme ich jetzt? Mhm. Ja, manchmal ist es ja sogar so, dass die Leute sagen, so welches gefällt dir am besten?
von den 5, die ich gerade gepostet habe. Und das ist ja eine gewisse Hilflosigkeit. Also ich sollte schon entscheiden, vor allen Dingen, warum ich ein Bild gut finde. Mhm. Ja? Das muss mit mir zusammenhängen. Das muss aus mir rauskommen. Die Betrachter der Bilder sind jetzt erstmal zweitrangig. Ich will nicht ein gutes Bild machen, weil das den anderen dann hinterher gefällt, sondern ich muss sicher sein, dass was ich mir vorher gedacht habe oder wo ich hin will, ist dann auch darin vorhanden. Mhm. Und das ist schwer. Das war für mich eine der schwierigsten Prozesse überhaupt. Und die bedeuteten auch, dass ich mich erstmal von Instagram zurückziehe oder von den Social Media zurückziehe. Mhm. Weil ich gemerkt habe, dass ich da manchmal wie so ein Magnet hingezogen wurde, weil ich gedacht habe, was macht denn die ganze Meute um mich rum? Sind ja auch viele, die man kennt. Und gleichzeitig immer gedacht habe, nee, halt doch mal deinen Kopf frei und bleib bei deinen eigenen Wünschen und Gedanken. Schreib dir vielleicht auch mal auf, was du willst. Da liegt so ein dieses kleine Scrapbook, was ihr da seht. Mhm. Das ist voll mit den Sachen, die ich zum Teil jetzt auch erzähle. Zum Beispiel dem Anselm Kiefer-Interview, was ich mir einfach zum Teil aufgeschrieben habe, was für mich wichtig war und was man nochmal nachlesen kann. Es gibt auch Filme, die mich völlig begeistert haben. Mhm. Da war einer, lief auch kurz vor der Corona-Zeit. Da hat mich meine Tochter irgendwann angerufen. Papa, ich hab einen Film gesehen, du musst den unbedingt sehen. Der Film heißt Werk ohne Autor. Kenn ich. Und das war einer der Filme, die mich, glaube ich, auch noch mal nachhaltig beeindruckt haben. Ich will jetzt nicht den Film erzählen. Der ist zu vertrackt und kompliziert. Es sind auch zwei sehr parallel laufende Geschichten da drin. Mhm. Aber es gibt einen Moment, es geht um einen Maler. Mhm. Und in dem Film hat er einen eigenen Namen, aber es geht eigentlich um die Lebensgeschichte des deutschen Malers Gerhard Richter. Mhm. Das ist einer, dessen Bilder mit zweistelligen Millionenbeträgen verkauft werden. Mhm. Und der hat in seinem Leben hat angefangen zu malen zu DDR-Zeiten, in der DDR, ist dann in den Westen geflüchtet, hat an der Düsseldorfer Kunstakademie ein Atelier bekommen unter Josef Beuys. In dem Film sind alles andere Namen, weil Richter irgendwann gesagt hat, das ist von meiner Lebensgeschichte, weil nicht jetzt die verfilmt wird. Dann gibt es einen Moment, und Beuys unterrichtet auch, aber als er sich dort bewirbt, sagt er ihm auch gleich, also ich sehe, dass Sie, glaube ich, in Ihrem Leben schon dass Sie durch die Art, wie Sie gelebt haben, viel Lebenserfahrung haben. Das finde ich gut. Und deswegen gebe ich Ihnen ein Atelier. Und verlangen Sie nicht von mir, dass ich mir Ihre Arbeiten angucke. Hä? Guter Start, ne? Okay. Aber der war so, der war eben so, ne? Und dann gibt es einen Moment, da sitzen die ganzen Kunststudenten im Hörsaal und Beuys fragt sie, ja, ich weiß nicht, was ich heute so richtig machen soll, hat irgendjemand von Ihnen diese Woche irgendwas Besonderes erlebt? Und alle gucken sich so an, warum jetzt diese Frage und was soll das? Und der den Gerhard Richter spielt, sagt, ja, die Lottozahlen. Habe ich auch erst gedacht, was soll das jetzt? Ne? Dann sagt er, pass auf, nimmt er seiner Kommilitonin so eine Zeitung weg und sagt, hier sind die Lottozahlen. Also, wenn ich Ihnen jetzt Zahlen nennen würde, 3, 5, 7, 12, dann müssten Sie es zahlen, aber die hätten nichts. Wenn ich Ihnen jetzt aber die Lottozahlen vorlesen würde, würde das Ihr ganzes Leben ändern, unter Umständen. Wenn Sie mitgespielt haben und vielleicht auch gewonnen haben. Dann sind Sie glücklich. Vielleicht sind Sie dann glücklich. Das könnte Ihr Leben einfach ändern. Darauf reagiert er sofort und sagt, komm mal zu mir und jetzt zeigst du mir dein Atelier. Und dann gehen die in das Atelier und der ist so richtig so, oh Gott, jetzt kommt der in mein Atelier, weißt du? Ja, ja, der große Beuys. Genau. Und der kommt dann in das Atelier und erzählt ihm diese berühmte Geschichte, die er selbst erlebt hat von seinem Flugzeugabsturz. Der ist im Krieg noch als junger Soldat am Ende des Krieges einberufen worden, ist mit einem Flugzeug abgestürzt. Okay. Pilot war tot, er saß im Flugzeug drin. Dann wurde er von Tataren, das war auf der Krim, von Tataren da rausgeholt.
Und dann einfach mit medizinischen Mitteln, die die nicht in, etwa in einer Klinik, sondern in einem Dorf hatten, ja. Die haben ihn mit Fett eingerieben und mit Filz eingewickelt. Mhm. Mhm. Und wer jetzt ein bisschen Beuys kennt, der weiß, dass er sein ganzes Leben Fett und Filz als Kunstmedium benutzt hat. Mhm. Ne? Ja. Das wissen, glaube ich, also ich glaube, das ist, wer von Beuys gehört hat, mhm. mit der berühmten Fettecke in der Kunstakademie und so weiter, das weiß jeder. Und es ist ja ein polarisierender Künstler gewesen auch. Um zu dem zurückzukommen, da sagt er zu dem Maler, tja, also was Sie da gemacht haben, ich glaube, das sind nicht Sie. Mhm. Der guckt da so ganz ernüchtert auf seine Werke, die er da gemacht hat. Mhm. Und aber sagt er, ich kann Ihnen auch nicht erklären, was Sie ändern sollen. Ich kann Ihnen nur erzählen, was in meinem Leben dazu geführt hat, dass mhm. ich bestimmte Dinge mache. Mhm. Das waren für mich mal essentiell und existenziell. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Aussage, dass man Dinge in sich entdecken kann, die ja. aus dem Existenziellen kommt, ja. kommen. Die also nicht aus dieser blubberblasigen Oberfläche sind, sondern die tiefer in einem verwurzelt sind. Und die muss man auch erstmal erstens entdecken und zweitens auch zulassen und oder sich fragen, wie kann ich die mit dem verbinden, was ich da eigentlich tue? Das ist etwas, ich habe mich vor ein, zwei Wochen habe ich mich mit einem sehr guten Freund von mir unterhalten, der ist Illustrator. Der wäre eventuell sogar was für unseren Podcast mal. Der ist Illustrator, der lebt auch davon. Das ist seine, also seine Kunst ist sein Ding. Spielt nebenbei in zwei oder drei Bands Bass. Und der war früher Bassist in meiner Band, die ich früher hatte. Früher Gitarre gespielt. Und wir hatten uns dann über Kunst und über Musik unterhalten. Und wir hatten uns dann so darüber unterhalten, wie man das so gerne macht heutzutage, über die Belanglosigkeit der heutigen Musik. Mhm. Das haben die Leute vor 20 und vor 40 Jahren aber auch schon gemacht. Ja? Von daher, aber wir sind darauf gekommen, dass sozusagen die gute Musik von Leuten gemacht wird, die eine Aussage haben, die etwas zu sagen haben und die auch was riskieren. Ja, also ich sag jetzt mal, in den 70ern, als Punk aufkam, wenn man sich mal damit beschäftigt, die Sex Pistols und so weiter, wie die gelebt haben, Johnny Rotten und so weiter, der war wirklich Rotten. Das war, der war Punk, also das war kein Wochenendpunker oder sowas, sondern der hat das richtig gelebt. Mhm. Ja, für den war zum Beispiel Sex scheiß Hippie-Zeug. Da hat er keinen Bock drauf gehabt. Der war zu sehr Punk, um Sex zu haben. Ja, ne? Nur mal so am Rande. Ja. Das heißt also, das war jemand, der hatte was zu sagen. Und der hatte auch was zu riskieren. Ja, ja, was zu verlieren. Er riskiert auf jeden Fall erstmal seine nonkonforme Einstellung. Genau. Ja, seine, und dann das mit einer gewissen Radikalität. Genau. Ja, ja. So. Und das ist jetzt in Bezug auf Musik, das heißt eigentlich, und das ist ja deine Aussage auch gewesen sozusagen, also das, was du machst, deine Kunst, was auch immer das ist, muss ja was mit dir, mit deinen Erfahrungen, mit allen sozusagen, also man ist ja die sozusagen die Summe seiner Erfahrungen. Mhm. Und wenn man daraus sozusagen dann anfängt, weiterzumachen, mit dieser Summe anfängt zu arbeiten oder sowas, das ist es. Das heißt, ich kann ja gar nicht dieselben Bilder machen wie du. Nein, das ist klar. Genau. Ja, ja. Genau, das heißt, ich kann auch niemanden anders. Ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, okay, ich werde jetzt mal Lindberg. Nee, kann keiner von uns. Ne? Also auch das wenn es ja technisch langweilig. Irgendwie, es wäre sterbenslangweilig. Es wäre vielleicht technisch irgendwie möglich. Timo und ich, wir sind uns auch einig. Wir haben neulich mal eben festgestellt, wir haben dasselbe Model geshootet, zwar an verschiedenen Tagen, aber wir haben dasselbe Model in einer relativ kurzer Zeit geshootet. Ne? Mhm. Völlig verschiedene Bilder. Nee, Quatsch, beim Fotowalk war es. Selbe Model fotografiert, völlig andere Sachen gemacht. Mhm. Also radikal anders. Mhm. Natürlich wüsste ich irgendwie, wie man jetzt das Bild macht, was er gemacht hat. Aber es wäre nicht aus mir rausgekommen. Richtig, und du willst es dann auch nicht machen. Das ist doch ganz klar. Nee. Ja. Ich war neidisch auf sein Bild, weil es echt toll ist. Aber
Nächstes Mal dreht sich das dann wieder rum. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Es ist jetzt nicht so, dass das nicht auch schon andersrum gewesen wäre. Ja. Ja. Aber, ne, aber das ist so etwas, wo ich sage, naja, also ne, du musst sozusagen, und das ist auch das, was ich mit dem Statement meine. Mhm. Ja, also ein Bild oder deine Kunst muss ein Statement sein und die kommt aus dir. Aber das ist, dieses Statement ist ein langer Prozess. Mhm. Der ist nicht von heute auf morgen da oder durch eine Lebens-, das heißt, wer schon frühzeitig eine Lebenseinstellung hat und die dann in seine Kunst reinbauen kann, herzlichen Glückwunsch, der hat schnell einen Weg gefunden dazu. Ja? Ja. Übrigens nochmal, um auf den Film mal ganz kurz zurückgekommen. Dem Maler, was passiert dann danach, nachdem Beuys aus dem... Ja, das ist jetzt mal spannend. Der geht raus und was macht er? Er nimmt seine Arbeiten und verbrennt sie. Alle. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, und dann steht er am nächsten Morgen vor einer leeren Leinwand und weiß nicht, was er tun soll. Mhm. Und das eine längere Zeit. Und dann kommt... Ja gut, ich will jetzt nicht den ganzen Film erzählen. Ich glaube... Das Wichtigste ist, dass er einen Ansatz finden. Hausaufgabe, genau, für alle Hausaufgaben. Genau. dass er dann auf einmal wirklich eine neue Art gefunden hat, Dinge zu interpretieren, die er in seinem Leben erlebt hat und die damit, die mit seiner ganz persönlichen Geschichte, die auch echt schwer war, das eingebaut hat in diese Kunst. Und ja. Das ist mir, dieser Film ist mir irgendwie nachgelaufen. Und glaube ich. Ich habe irgendwie gedacht, so, was hinterlässt das in mir? Oder was würde mir passieren, wenn mir einer sagen würde, was du da machst, bist nicht du? Mhm. Oder ich einfach auch selber zu der Einsicht käme, vielleicht bin es ich, aber nicht genügend. Ja, in meinen Bildern steht nicht genügend von mir drin. Und ich glaube, es wird wertvoll, wenn man dann einen Zugang dazu findet, wie man da hinkommt. Dass das so wird, dass man einen Wert darin erkennt, was man selber macht und in der Bildsprache, die man dann entwickelt dadurch. Mhm. Also in dem Fall reden wir ja von Fotografie. Mhm. Ja, und ich war dann einfach nach diesem Moment, den ich da in dem Studio hatte, mit diesen Bildern sehr glücklich, weil mir das zum ersten Mal so passiert ist. Mhm. Ja? Und das Schöne war dann, dass ein paar Wochen danach, nee, das Monate später war das dann, das Swan-Magazin auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob ich mit denen ein Interview führen würde und im Swan eine Bildserie veröffentlichen würde. Mhm. Das war dann 2021, glaube ich, im März. Mhm. Ich war etwas überrumpelt, aber habe das dann sehr, sehr gerne gemacht und habe dann auch ein langes, langes Interview geführt mit dem Marco Gressler aus der Schweiz. Mhm. Das ist einer der Redakteure vom Swan Magazin. Und mit dem Thomas, dem Chefredakteur, oder ich sag mal dem Chef, oder dem auch hier in Deutschland, der hier in Deutschland lebt, mit dem ich zuerst Kontakt hatte und auch telefoniert hatte. Und das Ganze wurde durch ihn auch auf die Bahn gebracht sozusagen. Und dann konnte ich erleben, wie ich selber, also auf einmal mit einer 40-seitigen Interview und vielen meiner Bilder in diesem wirklich tollen Magazin erscheinen konnte. Wie viele Seiten? 40. Oh, das ist... Ja, ein sehr ausführliches Interview. Und da musste ich eben auch Bilder aus meiner fotografischen Geschichte herauskramen, denn darum ging es, um den fotografischen Werdegang. Und ja, das war eine ganz schöne... Und dann eben voll zu Corona-Zeiten, also wir reden von März und wir waren alle zu Hause eingeigelt und es war Lockdown und es war eigentlich eine ganz sinnvolle Zeit, das so zu nutzen. Ja, und dann musst du dir vorstellen, dass alle diese Momente zusammenkommen für mich in meinem Kopf. Ne? Und dann komme ich also ein paar Monate später nach dem Shooting mit diesen neuen Bildern nach Hause und traue mich dann auch eins davon bei Instagram zu zeigen. Mhm. Und dann dauert das ungefähr 2-3 Tage. Da kriege ich eine Nachricht von dem Thomas Füßer, dem Redakteur von, oder ich glaube sogar Chef von Swan Magazin. Mhm. Er hätte da ein Bild bei mir gesehen. Da müssten wir mal drüber sprechen. Mhm. Und dann hat sich das so entwickelt, dass dieses Bild für eine Präsentation gewünscht wurde, da das Swan Magazin auch eine Galerie aufmachen wollte, in der Kunst verkauft wird.
Also das Magazin hat dann eine virtuelle Galerie, ne? Natürlich nicht eine begehbare, aber eine virtuelle Galerie. Und da sollte dieses Bild dabei sein. Das musst du dir vorstellen, du hast das gemacht mit einem neuen Denken und kurze Zeit später gibt es diese Reaktion darauf. Also das ist dann schon irgendwie ein verrückter... Ja, da weiß man irgendwie, dass man glaube ich, auf einem ganz guten Weg ist. Ne? Ja, es hat sich auf jeden Fall wirklich toll angefühlt, muss ich sagen. Ja. Und natürlich war es dann auch, als das Bild dann gedruckt war und die Präsentation dazu kam, das war ein Abend, wo eigentlich Sworn-Leser oder Magazin-Abonnenten auch mal Künstler treffen konnten. Das war hier zufälligerweise auch in Neuss in einem Studio. Und da gab es einen tollen Abend mit vielen Begegnungen und eben auch dem der Möglichkeit, dann dieses im großen Format, also ich glaube 1,20 Meter mal 80 war das Bild, perfekt gedruckt, in der Schweiz gedruckt, auf echtes Fotopapier, also nicht gedruckt, sondern belichtet. Und ja, sah toll aus. Ne? Ja. In einem richtigen edlen Museumsrahmen, dann kriegt sowas eine ganz tolle Wertigkeit auf einmal. Ja. Und das war für mich auch ein erhabener Moment, das Bild dann auspacken zu dürfen und es zeigen zu dürfen. Ja. Hast du das dann da das erste Mal gesehen? Ja. So, ja. Also so. Das war bis zum letzten Moment Geheimnis. Also ich musste dann, kriegte ein paar weiße Handschuhe in die Hand gedrückt. Ja. Musste mitkommen in einen Nebenraum. Da haben wir das Bild erst ausgepackt und dann haben wir das in den Raum getragen. Da hatten die so Staffeleien vorbereitet, auf die das dann gestellt wurde und dem Publikum gezeigt wurde. Ja. Ach, schön. Ja, und das waren dann die ersten Bilder, die im Sworn-Magazin, das Sworn-Magazin hat eine eigene Webseite. Und oh Gott, die müssten wir dann in die Shownotes schreiben. Ja, machen wir. Aber es gibt dann dort auch die Rubrik Galerie. Und da kann man sehen, was da los ist. Das ist mittlerweile eine sehr interessante Sammlung. Überhaupt das Frauenmagazin. Also es ist sehr lohnenswert, sich das anzugucken. Hochinteressante Interviews und hochinteressante Bilder. Ich habe das schon länger auf dem Schirm auch. Ja, das ist schon. Ja. Auf jeden Fall. Und jedes Mal. Übrigens dazu noch was. Auch die Leute, die es betreiben, mit einem riesigen Idealismus, sind die dabei. Drei Fotografen, die das machen, mit unglaublich viel Feingefühl in der Auswahl der Künstler, mit unglaublich viel Mühe und unglaublich viel Herzblut. Also das spürt man auch in dem Ding. Meine persönliche Geschichte mit Sworn ist tatsächlich, dass ich, die war mal der Auslöser dafür, dass ich bei mir in Instagram ganz vielen Sachen entfolgt bin, weil ich gemerkt habe, ich folge denen schon länger, habe dann nie wieder was angezeigt bekommen, so in diesem Algorithmus und und dann irgendwann bin ich wieder über eine ganz andere Quelle darauf gekommen, bin auf dann die Seite gekommen und dachte mir, Mensch, warum habe ich die nicht eigentlich sowas wie Sworn Magazin und es gibt da noch ein paar andere Quellen, warum kriege ich nicht das angezeigt? Weil da sind Sachen, die mich inspirieren und das war dann das, wo ich gesagt habe, nee, jetzt ist gut und jetzt muss ich ganz vielen Sachen mal entfolgen oder beziehungsweise die müssen raus aus meinem Feed, damit ich einfach wieder welche neuen Input. Welche Einstellung. Ja. Das habe ich übrigens auch mal eine Zeit lang ein bisschen gemacht, aber nicht so konsequent und jetzt denke ich, eigentlich könnte ich 90% raus, aber ich traue mich nicht. Das ist so mühevoll. Ne? Ja. Die Zeit würde ich mir sogar nehmen, aber ich traue mich nicht so richtig, weil man natürlich auch Menschen damit vor den Kopf stoßen kann. Ne? Ja. Und das ist so. Du kannst ihn ja aber auch quasi still entfolgen, indem du einfach sagst, du möchtest nichts mehr von denen sehen. Gut, man kann auch sozusagen auf still, das mache ich übrigens auch, ne? Man kann ja, dann, wie heißt das nochmal? Muten quasi. Ja, stumm schalten oder so. Ja, heißt sowas. Das geht auch, habe ich heute noch bei einem. Willst du den Namen nennen jetzt, bei wem du es gemacht hast? Das habe ich übrigens heute noch bei Timo Bawitzki gemacht. Ach so. Alles klar. Dafür habe ich Hans Krumm auf meine Favoritenliste gesetzt. Ja.
Ja, ihr braucht das ja nicht, ihr sprecht ja so oft miteinander. Oder? Ja, genau. Das stimmt. Ich musste ja nicht folgen. Eigentlich können wir zweimal wöchentlich veröffentlichen, wenn wir die zeigt euch eure Bilder immer auf dem Handy. Braucht das nicht. Genau. Ja, genau. Wofür hat man WhatsApp? Ja, genau. Ja, genau. Ja, ich schicke Stefan mehr Bilder per WhatsApp, die ich, als ich poste. Ja, also, das ist wirklich wahr. Ja. Das ist wirklich wahr. Das ist, ich glaube, auch umgekehrt so. Ich weiß gar nicht. Ich meine, ich habe auch zum Beispiel, also wenn wir jetzt mal ganz kurz über Instagram sprechen, wir wollen aber schnell einen Haken dran machen. Wie gesagt, also Instagram ist ja schon irgendwo in aller Munde und auch nicht unwichtig, weil, haben wir ja gerade festgestellt, ist ja auch die Börse letztendlich, wo man auch diese Menschen kennenlernt und sich austauscht und ja auch wirklich auch tolle Künstler sozusagen auch mal sehen kann. Ja, also ich habe auch eine Zeit lang zugesehen, dass ich viel gepostet habe, um einfach auch da mein Publikum aufzubauen. Ja, ja, das ist ja auch berechtigt, natürlich. Na, also man muss da auch mal, muss ich auch ganz klar sagen, und das hat sich ja auch ein Stück weit gelohnt. Und wie gesagt, Followerzahl bringt an der Stelle auch nochmal ein bisschen was. Ob das jetzt so sinnig ist oder nicht, kann man drüber streiten, aber es ist wirklich so. Ja. Was ich aber festgestellt habe, ich habe mir vor einem halben Jahr oder sowas, habe ich mir eine Webseite gebaut. Die ist mir viel wichtiger. Das ist meine, die habe ich sozusagen in der Hand, da weißt du, da kann ich gestalten, da muss ich nicht irgendwie darauf achten, na, jetzt hast du heute ein Bild gepostet, morgen jetzt lieber nicht, weil Algorithmus und so weiter oder sowas, solche Überlegungen sind ja, weißt du, packst die einfach da drauf und fertig. Ja, und das ist deine bewusste Entscheidung, das da hinzusetzen, wo es dann sitzt. Richtig, und genau. Du hast der Seite eine Gestaltung gegeben und ja, wie ich dich kenne, wahrscheinlich auch viel Bild und wenig Gequatsche und wenig Kommentare. Das gibt es ja alles dann nicht. Tatsächlich habe ich, also ich hätte am liebsten eine Seite ohne jedes Wort. Mhm. Ich musste aber lernen, dass es das eine oder andere Wort dann doch braucht. Du kannst ja kleine Blogbeiträge machen oder sowas. Nee, ich bin wirklich kein Schreiberling. Also es ist wirklich auch da, auch das auf Instagram und so weiter. Ich mache ein paar Hashtags darunter, weil ich der Meinung bin, dass man das irgendwie braucht oder sowas. Keine Ahnung. Da bin ich schon raus. Ja, bist du schon raus. Ja, und aber es gibt Leute, die schreiben da ganze Romane drunter. Und ich denke immer, ja, okay, es ist ja schön und ich meine, wenn dir das wichtig ist, das darunter zu schreiben, oder auch auf Facebook sieht man es ja auch teilweise in irgendwelchen Gruppen, da wird dann dazu geschrieben, ohne Ende und dies und das und, ne, und was das für eine Geschichte hat, dieses Bild und so weiter. Und ich komme dann wieder darauf zurück, Kunst ist ein Angebot. Ich poste das oder ich zeige das und entweder du kannst was mit anfangen oder auch nicht. Es ist mehr nicht. Das ist so ein auf den Markt schmeißen, sag ich jetzt mal. Ja. Ja, das ist mir irgendwie wichtig, weil ich denke, ja, es ist ein Statement, Punkt. Da muss ich auch nichts dazu schreiben. Ich schreibe nie was, nie. Ja. Ich schreibe auch nicht darunter, neulich beim Grillen oder schönes Wochenende. Ja, oder, auch nicht. Ne? Warum auch? Macht das auch eher belanglos, wenn du ein Bild gepostet hast? Ja, es macht es vielleicht belanglos. Weil du hast ja Arbeit und Zeit und Intuition und was weiß ich in das Bild reingesteckt, bevor du es gemacht hast. Du hast einen Grund, warum du es zeigst. Und wenn du dann drunter schiebst, schönes Wochenende, dann hast du so viel wie, ja, ist jetzt mein letztes Ding, was ich heute noch mache. Also so wichtig ist es ja nicht, aber schönes Wochenende euch schon mal. Tschüss. Genau. Das ist das eine. Oder wenn ich halt zu sehr was dazu schreibe, habe ich, also ich, für mich habe ich so das Empfinden, also ich habe, oder die Befürchtung, dass ich den Leuten auf den Sack gehe. Ja, das ist das eine. Oder ich erzähle so viel dazu, was jemand vielleicht gar nicht drin sieht in diesem Bild. Jetzt kommen wir wieder auf diese unscharfen Bilder, wo du sagst, wenn jetzt diese Fotografin aus Zagreb zu jedem Bild eine Geschichte schreiben würde, würdest du schon gar nichts mehr reininterpretieren. Genau, dann wäre das ja schon alles vorgegeben. Ganz genau. Dann wäre es schon wieder ausgeschlossen. Genau, und deswegen für mich, wie gesagt, das ist ein Angebot, es steht da wie ein Song, eine Single. Genau. Nimm es, hör es dir an. Ja, wenn du was damit anfangen kannst, mit dem Text anfangen kannst, mit der Musik, der Sound ist gut, was auch immer. Ja, wenn es dich auf irgendeine Art und Weise berührt, dann ist es super. Und wenn nicht, alles gut. Es gibt ja bei Bildern auch immer so zwei Geschichten hinter dem Bild. Das eine ist die Geschichte, die du und dein Modell erlebt habt, als ihr es gemacht habt. Ja. Die zweite vielleicht noch, als du es dann gefunden hast oder ausgewählt hast und dann auch noch bearbeitet hast.
ja, wenn du das brauchst. Ja, und dann kommt die Rezeption beim Betrachter der Bilder. Genau. Der aber gar nicht wissen kann, was du erlebt hast. Richtig. Und es deswegen völlig anders sieht. Und das sind zwei völlige Paar Stiefel. Wir zeigen oft Bilder, an denen wir hängen, weil wir einen großen emotionalen Moment hatten, in dem Moment, wo das Bild gemacht wurde. Mhm. Und das ist unsere Erlebnisblase, in der wir sitzen. Mhm. Der Betrachter sitzt aber gar nicht drin. Genau, der sitzt da nicht drin. Und er muss das wieder als neutrales, mit Abstand Foto sehen. Und wenn du dann jetzt deine Geschichte darunter schreibst, warum das für dich so ist, dann muss diese Geschichte nicht auf den Betrachter unbedingt überspringen. Mhm. Genauso ist das, wie wenn wir unter einem Bild einfach einen Songtext setzen, ja, der vielleicht ein paar schöne Phrasen hat, aber der ja im Nachhinein auf das Bild draufgesetzt wurde. Der ist ja nicht beim Entstehen des Bildes, in dem Moment, wo ich diesen Willen hatte, dieses Bild zu kreieren, dabei gewesen, sondern etwas später dazu gesetzt. Das heißt ja, vielleicht ist es so, das kann sein. Im Einzelfall ja, muss ich dir recht geben. Aber in vielen Fällen ja nicht. Man nimmt sich etwas nur, um das auszuschmücken. Ja. Ja? Aber dann leitet es mich wieder von dem, was ich in dem Bild sehen könnte, ab. Richtig. Ja, und es ist sicherlich so eine in dem Text eine weitere Fantasie und ich versuche das zu verbinden miteinander, aber ich werde angeleitet. Aber mit dem Ausschmücken, das ist ein sehr gutes Wort. Warum muss ich etwas ausschmücken, was sozusagen für sich steht? Ja? Die Kunst braucht das nie. Nö. Die steht für sich. Ja? Und entweder du hast eine Rezeption dafür oder nicht. Ja, entweder du magst sie und sie erreicht dich oder sie braucht ein bisschen Zeit, bis sie dich erreicht. Da muss ich halt damit beschäftigen. Und wenn sie sich dann erreicht und richtig catcht, dann hast du vielleicht sogar einen Edelstein gefunden. Aber die Kunst schon gleich von vornherein zu erklären, ist schwierig. Ich muss ja auch eine Blume nicht schöner machen. Nee, musst du nicht. Ne? Genau. Timo, sag doch auch mal was. Du, ich höre so gespannt zu. Es ist die Folge, wo ich wahrscheinlich den geringsten Redeanteil habe. Ich merke das. Ja. Aber ihr seid da so im Flow. Und wir wissen, er lebt noch. Ja, ich bin noch da. Ja, okay. Ich bin noch da. Timo sitzt hier. Hört auch wirklich ja, ganz, ich bin so gespannt. Das Ding ist, ich habe immer mal so Dinge, da könnte ich jetzt nochmal einkaufen. Aber dann irgendwie ergibt sich was, wo ich denke, das ist besser. Redet ruhig weiter. Ja, ne? Also. Ja. Laber ruhig. Manchmal kann man auch etwas einfach so stehen lassen. Richtig. Ne? Also, richtig. Ein Statement. Aber das Ganze kommt ja, also wenn ich jetzt auf meine eigene Entwicklung da gerade in der Corona-Zeit zurückkomme, kommt das ja auch aus dem Thema Wiederholung und ich bin's leid und ich habe eigentlich keine Lust mehr. Das dann ja auch stellenweise eine Rolle spielte, ne? Wo ich mir auch überlegt habe, woher kommt das überhaupt? Und dann hat mich eins meiner Modelle, die liebe Alba, mal mit einem Autor, der heißt Robert Lustig, ist aber gar nicht lustig, der ist Marktforscher, ein Amerikaner. Okay. Und der hat in einem YouTube-Beitrag erklärt, was zwei Botenstoffe in unserem Gehirn machen. Die heißen Serotonin und Dopamin. Ja. Und beide sind unterschiedlich und haben eine unterschiedliche Wirkung. Ja. Und er hat das da sehr, sehr ausführlich erklärt. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen so der Hintergrund dessen, warum wir manchmal, wenn wir schon lange fotografieren und dann wissen wir auf einmal nicht weiter. Oder wir wissen nicht mehr, was machen wir morgen? Oder es fängt an, uns zu nerven. Ne? Und das war für mich auch ein ganz interessanter Beitrag, weil er beschrieben hat, dass Serotonin, beide Botenstoffe machen uns irgendwie glücklich. Ja. Ja. Aber auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und ich versuche mal, das Serotonin zu beschreiben als das Glück, das man so in der Familie haben kann, wenn man nach Hause kommt, wenn die vertrauten Menschen einen umgeben, wenn es einem vielleicht ein besonderer Tag ist oder wenn man sich einfach innerhalb der Familie richtig wohlfühlt und sich freut, da zu sein. Weihnachten. Kennst du Weihnachten zum Beispiel? Ja, das kann so speziell so eine Situation sein. Und das kann uns sehr glücklich machen. Und dieses ist unbedingt ein Glück, das wir mit anderen teilen. Richtig. Ja? So, und jetzt kommen wir zum Thema Dopamin. Da hängt schon das Wort Dope so ein bisschen drin. Ja. Ja, das ist eine geile Party. So ungefähr. Ja, vor allen Dingen beim Serotonin ist es übrigens auch so,
dass wir dieses Glücksgefühl wiederholt haben können. Ja, mhm. Dann sind wir zeitlang nicht, zum Beispiel jetzt also bezogen auf Familie, sind wir zeitlang nicht in der Familie, kommen zurück und das Gleiche passiert mit der gleichen Intensität nochmal. Mhm. Und das ist total okay. Und das ist total okay. Mhm. Und das macht uns glücklich. Und wir können uns darauf verlassen. Es hat so, ist so ein verlässliches, wiederkehrendes Moment, auf das man schon so smilend zublicken kann oder dem man, das man so erwarten kann, schon bevor es überhaupt stattfindet. Mhm. Ja? Und beim Dopamin ist das anders. Stell dir vor, du machst, was nehme ich jetzt? Stell dir vor, du darfst zum ersten Mal in deinem Leben Fallschirm springen. Ja. Ja? So, und hast das noch nie gemacht und jemand hat dir, was weiß ich, einen Fallschirmsprung geschenkt und du hängst jetzt in der Flugzeugtür, die ist offen und da unten 3 Kilometer unter dir ist der Punkt, wo du irgendwann aufschlagen wirst. Möglichst nicht so hart. Ja. Und dann springst du und jemand springt mit dir mit und begleitet dich dabei und zeigt dir das und Tandemsprung und du landest hinterher und du kannst sicher sein, dass du danach Adrenalin gefüllt Juhu sagst. Ja. Ja, also ich habe das bei vielen schon gesehen oder einen Bungee-Sprung, ne? Wo sofort danach es einsetzt, dass du sagst, boah, so einen Kick habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt. Richtig. Mhm. Dieser Kick liegt in der Intensität über dem, was du in deiner Familie lebst, wenn wir von Serotonin sprechen. Mhm. Ja? Aber der ist danach vorbei. Mhm. Und dann willst du ihn wieder haben. Mhm. Und dann willst du ihn nochmal haben. Mhm. Und dann merkst du irgendwie, okay, also Bungee, stell dir vor, du wirst dann Bungee-Unternehmer und springst jedes Mal, wenn du selber da bist. Aber es fängt zum an, Ausprobieren. Zum Ausprobieren springst du selber nochmal. Ne? Mhm. Aber irgendwann fängt an, dich das zu langweilen. Richtig. Stell dir vor, fotografiere, wie Bungee springt. Das ist lange nicht so, so aufregend. Ja? Aber es hat auch diesen Gewöhnungsprozess. Und jetzt kommt, dieses Dopamin verlangt Dope, die Dosis zu steigern. Richtig. Ja, und jetzt wird es gefährlich. Mhm. Das heißt, was passiert denn eigentlich, um die Dosis zu steigern? Die Intensität des Kicks wird erhöht. Ja, also wir sind also jetzt länger. Sozusagen. Genau, die Brücke wird höher, das Bungee-Seil wird länger. Die Häufigkeit. Du tanzt mit deinem Kopf noch ins Wasser eines Flusses unten drunter ein, genau. Irgendwie sowas. Also immer, es gibt immer noch etwas mehr. Mhm. Ja? Bis du hinterher mit einem Fallschirm von der Klippe springst oder was weiß ich. Es gibt immer noch Steigerungsmöglichkeiten, die den Kick erhöhen. Ja. Und jetzt sind wir aber bei Fotografie. Und da haben wir nur unsere Kamera in der Hand und ein Modell vor uns. Und was ist jetzt der Bereich, wo wir steigern können? Viele machen das mit Nacktheit des Modells. Könnte sein. Mhm. Ja, das ist ja die Intensität wahrscheinlich auch. Ne? Also diese Shooting-Erfahrung, die intensiver wird dann quasi, ja, in dem Fall. Das kann alles Mögliche sein, also Häufigkeit kann es auch sein. Richtig, ja. Du musst ja nicht mehr wöchentlich, sondern machst es dann vielleicht, dann geht's los 2x die Woche, 3x die Woche. Kenne ich. Alle 2 Tage, jeden Tag. Mhm. Die Häufigkeit, die Klamotten oder die Bildsprache, die ich mache, die aber vielleicht radikaler und krasser wird. Ich würde direkt nochmal fragen zwischendurch, wo siehst du da die Fotografie an sich? Weil für mich persönlich ist die Fotografie an sich eher auf der Serotonin-Seite. Auf der Serotonin-Seite und das Veröffentlichen auf der Dopamin-Seite. Okay, worauf wolltest du dann hinaus? Ich glaube, dass das beides auf der Dopaminseite ist. Also Serotonin ist, wenn wir das so beschreiben würden, dann sind wir die Wiederholungsshooter. Dann sind wir die eine Masche gefunden haben, die immer funktioniert und die wir über Jahre machen können. Mhm. Ja? Achso, ja. Ja. Das muss aber nicht auf Dauer anhalten. Oder du merkst irgendwann, es funktioniert nicht mehr. Ja? Wie war es denn bei dir? Oder wie würdest du das in deiner Entwicklung beschreiben? Ich fand es auf jeden Fall eben schon sehr spannend, als du gesagt hast, dass du dass man quasi durch das Wiederholen und irgendwie, dass man da ich finde es spannend, dass du bist der erste Gast, der es öffentlich quasi so sagt, ne, dass dieser
dass das vielleicht auch so eine Frustphase vielleicht auch irgendwie so dazu gehört, die irgendwie so ein bisschen, dass man darüber hinauskommen muss, ja, um quasi dann einen neuen Step zu gehen quasi. Ja. Weil ich bin da voll bei dir. Ich sage, das gehört dazu. Ja, und deswegen ist auch unsere Folge über Frust auch sowas, wo wir also auch nachhaltig immer noch sagen, das gehört zum künstlerischen Dasein irgendwie dazu und man muss eigentlich eher lernen, damit umzugehen, als dass man da jetzt irgendwie das als ein Problem sieht und damit irgendwie, also man sollte eher damit leben, als dass man das irgendwie wegschaffen möchte, irgendwie so beseitigen will, diesen. Da ist ja auch eine gewisse Energie drin in Frust. Ja, natürlich. Ja. Und wenn man die nutzen kann oder so. Aber wo siehst du dich denn da? Weil du hast das jetzt gerade beschrieben, okay, wo siehst du da deine Entwicklung oder an welchem Punkt bist du oder beziehungsweise, ja, wie würdest du das für dich selber einordnen, diese Erkenntnis? Also bei mir, ich bin gar nicht so in diesen Riesenfrust geraten. Für mich war eher die Unterbrechung durch Corona das Wesentliche, weil da auf einmal völliger Stillstand war. Ich weiß, dass ich am Anfang dieser Corona-Phase meinen Kalender noch hatte. Und da waren noch ein paar Termine drin für Shootings und die habe ich alle ausgestrichen. Da war mir klar, das läuft jetzt für längere Zeit nicht. Und dann kriegst du halt, ja, beschäftigst dich mit anderen Dingen. Und da kamen dann eben solche Interviews wie von dem mit Anselm Kiefer, was ich eben gesprochen habe, oder andere Zusammenhänge, dieser Film. Und es setzt sich etwas in dir zusammen und du shootest gar nicht. Und das ist eigentlich das Gute gewesen für mich. Ja, dass ich gar nicht Bilder gemacht habe und nicht jeden Tag dann oder alle paar Tage wieder in die alte Leier zurückgerufen wurde, sondern ich hatte jetzt einfach mal Ruhe und konnte das reflektieren? Ja, reflektieren, genau. Ja. Und das hat dann irgendwie was geändert. Und als es dann mit diesen ersten Bildern da in Frankfurt wieder losging, habe ich direkt gemerkt, das hat auch etwas in mir umgesetzt. Also es ist ja gleich so geworden, wie ich es irgendwie in die Richtung schon gedacht hatte. Obwohl viel Zufall drin ist. Oder gerade weil? Gerade weil. Oder beides. Der Zufall hat eine Aufgabe da drin, aber er ist so gesteuert, also es ist gesteuerter Zufall, sagen wir mal so. Ich weiß ja, in welche Richtung ich shoote, ich weiß, was der Mensch vor meiner Kamera gerade macht. Das ist ja kein Zufall, sondern dass aus dieser Wildheit vielleicht oder diesem Überschwang, der da drin ist, etwas wird, was man nicht kontrollieren kann, da ist ein Zufallsmoment drin. Aber er ist trotzdem ausgewogen zwischen dem, was ich mir wünsche und was dann zufällig passiert. So habe ich hin und wieder auch mal geshootet, aber wenig davon gezeigt, warum auch immer. Vielleicht bin ich das nicht so. Hat es nicht zu dir gepasst? Hast du probiert? Ich finde ja die Bilder schön, aber etwas schön finden und das dann auch wirklich veröffentlichen, sind dann auch nochmal wieder andere Sachen. Zwei verschiedene Sachen. Ja, und da sind wir dann vielleicht auch wieder beim Social-Media-Thema. Wenn du eine, ich sag mal, sowas wie eine fotografische Setcard hast, auf der du ein bestimmtes Bild von dir zeichnest, wie du fotografierst, und du änderst das auf einmal radikal, ist die Akzeptanz weg. Das sagt man immer so. Ich habe neulich mal ein Bild veröffentlicht, was radikal oder nicht radikal, was anders war wie die ich sonst gepostet habe. Also mit einer Unschärfe drin. Da bin ich ein bisschen. Es ist sehr, sehr gut angekommen einmal. Und ich habe auch komischerweise sehr viele Nachrichten auf dieses Bild gekriegt, die sehr positiv waren. Nicht, weil das Bild so war, also weil jetzt da eine Bewegungsunschärfe drin war. Oder so. Das war den Leuten, glaube ich, gar nicht so mega bewusst. Mehr so, oh, das ist so stimmig, dieses Bild. Ich glaube tatsächlich, dass das ist halt natürlich auch so ein Phänomen durch Social Media. Leute, die einen quasi nur da kennen, die würden bei einem kompletten Umbruch auch schneller wieder gehen. Aber ich glaube, Menschen, mit denen man vielleicht auch schon irgendwie länger in Kontakt steht, die persönlich kennt etc., die gehen auch mit in so einer Wende, gehen die mit einem mit. Das ist richtig. Das habe ich auch zu spüren gekriegt. Das hat ja auch
Deswegen ist es auch tatsächlich immer sowas, das können sich ganz viele Fotografen immer auf die Fahne schreiben und auch wir, dass es eigentlich auch wichtig ist, dass man sich halt persönlich auch zeigt. Ne? Also nicht nur seine Arbeit, sondern auch sich als Person, weil dann würde man tatsächlich auch in diesem digitalen Kosmos, in dem man sich da bewegt, quasi die Leute auch mit sich ziehen. Ne? Also die, weil so hat man halt nur die nachhaltigen Kontakte, also die man persönlich getroffen hat, mit denen man schon zusammengearbeitet hatte, in irgendeiner Art und Weise schon mal offline kennengelernt hat, die gehen halt auch bei einer kompletten Wende mit einem mit, quasi. So, die vergessen einen nicht. Aber digital sieht das halt anders aus. Und wenn man da tatsächlich ein bisschen mehr damit arbeitet, dass man, oder einfach, dass man sich häufiger auch einfach mal zeigt als Person, dass das dann vielleicht sogar einfacher geht. Also ich glaube, Stefans Idee war ja auch gut, Websites zu machen. Das heißt, solche Sachen auch auf einer Website zu zeigen. Und dann auch vielleicht etwas intensiver als bei Social Media. Und unter Umständen da auch ein bisschen zu beschreiben, was man da tut. Mit ein paar wenigen Worten, nichts, nicht lange ausgedehnt, sondern nur sagt, das ist mein Grund, das zu machen. Also nicht das Bild beschreiben, sondern meine Intention, das zu machen. Ja, ich habe nur einen kurzen Text zu mir selber gemacht, aber das war's. Ja. Den habe ich sogar schreiben lassen. Ich gebe es zu. Ich hatte einen Ghostwriter. Warum nicht? Wenn du das selber, wenn das nicht dein Ding ist, dann und du hast jemanden, der das für dich machen kann, dann mach das so. Du hast ja zumindest schon mal auch was vorgegeben, in welche Richtung es gehen soll. Und die Person kennt mich auch gut. Ja, genau. Ja, aber es ist so. Hast du eigentlich eine Webseite? Nee. Aber ich denke in letzter Zeit oft daran, endlich mal eine zu machen. Weil das wäre ja für dich eigentlich ideal, weil du sagst, dieses Social-Media-Ding nervt dich oder wie auch immer, oder es ist eigentlich gar nicht so dein Ding. Ja. Und eine Webseite ist so etwas wie ein Bildband für alle. Ja, ich habe ja das noch wie in dem Jahr, bevor Corona kam, habe ich an einem Buch gearbeitet. Und hatte eigentlich auch schon die ganze Strecke fürs Buch fertig. Es ging um die Auswahl dazu. Hatte dann auch jemand aus Köln, der Sebastian Schröder, der mein Kurator wurde auf Umwegen. Ich will jetzt nicht die ganze Geschichte dahinter erzählen, aber es war hochspannend. Und war so weit, dass ich so langsam sagte, ja, ich habe die Inhalte für das Buch zusammen. Und jetzt, und eigentlich auch die Überschrift dafür. Das ist so, wenn man ein Buch mit einem bestimmten Thema machen will, dann ist das Wichtigste, dass man eine Überschrift dazu hat und dann reihen sich die Bilder da schon ein. Der hat mir klargemacht, dass die Geschichte meiner Bilder oder das, was ich mit den Bildern ausdrücke, auch sehr viel mit meiner persönlichen Geschichte, vor allem der, warum ich Fotograf geworden bin, zu tun hat. Und dann musste ich da nochmal einen ganz neuen Gedankenansatz machen und mir überlegen, ob ich das überhaupt zulassen will, dass jemand das in den Bildern sehen kann. Das wurde dann sehr persönlich. Also ich habe da immer gesprochen, oder er hat mir das aufgezeigt sogar. Es gibt zwei Kreise. Es gibt einen äußeren Kreis, das, was die Leute von deinen Bildern verstehen werden, die dich nicht kennen. Und einen inneren Kreis, das sind die, die dich kennen und dann auch mit vielleicht erfahren oder so langsam merken, dass du dich da selber eingebracht hast und von deiner eigenen Geschichte erzählt hast. Und dann kam Corona, es kam auch noch etwas, dass ich dann eine Zeit lang kein Geld hatte, um dieses Buch überhaupt realisieren zu können. Und durch Corona hatte Sebastian auch sein Studio zugemacht. Ich habe dann auch irgendwie erstmal so ganz auf stumm geschaltet, was eigentlich blöd war. Es hätte mich als kreative Aufgabe reizen können, aber das Ziel war auch immer, dass ich das Buch dann hinterher nicht alleine veröffentliche, sondern dass ich meine Modelle mit dazu hole, die daran mitgewirkt haben und die ganzen Bilder davon sind nicht bekannt. Ja, es ist nicht davon bei Social Media gewesen. Das heißt, die haben viel Arbeit in etwas gesteckt auch, was bis heute gar nicht gezeigt ist. Die haben zwar Bilder davon, aber da es für ein Buch ist, man zeigt das einfach vorher nicht, was man da macht. Ja. Oder ist jedenfalls meine Einstellung. Und dann blieb das alles ruhen. Und die Idee war aber immer dann auch, eine kleine Book-Release-Party zu machen, um
dann so partnerschaftlich das auch zeigen zu können, dass die Modelle da sein können, das auch miterleben können, was daraus wird. Mhm. Und vielleicht auch ein paar Bilder zu drucken, um begleitend zu dem Buch eine kleine Ausstellung auch dazu zu zeigen. Mhm. Denn ich glaube, dass gedruckte Bilder, auch wenn sie mal größer sind und gerahmt sind, einfach was ganz, ganz Wertvolles sind. Ja, total. Und du dich, ich glaube auch durch diesen Prozess, die zu drucken und zu vergrößern und hinterher auch mal sorgfältig zu rahmen, dass du noch einen ganz anderen Zugang dazu kriegst. Du nimmst dich viel genauer. Es gibt keinen Zustand, in dem man sich einem Bild nähern kann, als wenn man dann gesagt, das ist jetzt tatsächlich der Druck, den ich haben wollte, und den rahme ich jetzt und dann mache ich, das mache ich jetzt so richtig feierlich. Ja. Mhm. Du kriegst auf einmal das Gefühl, das ist das Wertvollste, was du an Bildern gemacht hast. Du hast es so ausgewählt, du hast es so bearbeitet, du hast es so gedruckt und alles hatte einen Grund und das ist jetzt fertig. Mhm. Also das Höchste, was du eigentlich erreichen kannst. Ein Buch ist fast genauso, aber es geht aus deiner Hand raus, es erreicht Leute, aber die Resonanz verschwindet irgendwo. Ja? Manche mögen dir schreiben, ich fand das Buch toll und die Seiten und die Bilder vielleicht. Also, dass du so ein paar Resonanzelemente davon kriegst. Aber wenn du eine kleine Ausstellung machst und Leute direkt um dich herum sind und die Bilder sehen, mit dir darüber sprechen oder so, das wäre für mich so ein richtiger kleiner Reichtum. Okay, das heißt im Prinzip ist ein Buch sowas wie eine Platte und eine Ausstellung ist wie ein Auftritt. Ja, gute Beschreibung. Ja, das stimmt. Und das wenn du auf der Bühne stehst, also das, bekommst du ja direkt ein Feedback. Richtig. Die Leute klatschen. Ganz genau, ganz genau. Ja? Hoffentlich. Ja? Das ist übrigens etwas, was bei Social Media so ist. Die Likes ist wie Klatschen. Empfinde ich nicht mehr so langsam. Also das ist. Empfinde oder ist es. Aber es ist. So umschreibe ich das. Ja. Ich habe gerade ein bisschen Faden verloren für mich. Also du hast recht, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Mhm. Ja. Aber mir ist dann, um nochmal auf das Thema Ausstellung zu kommen, diese persönliche und direkte Reaktion lieber und wichtiger und fühlbarer einfach. Und ich glaube, wofür brauchst du das? Ach, also wenn man so lange an einem Thema gearbeitet hat und vorher davon nichts gezeigt hat, und es auch anders ist als das, was man so in seinem Profil veröffentlicht hat, dann hast du das erst für dich gemacht und nicht für die du dann das später mit erreichst. Ja. Das ist was ganz anderes. Also dieses Gefühl ist wirklich so ein bisschen, kann man sagen, eigenbrötlerisch. Ja. Ja, also so mit sich selbst beschäftigt. Mhm. Und du bewertest das und du weißt, warum du ein Bild ans andere hängen willst. Und eine Reihenfolge machst und so weiter und so fort. Das sind ja ganz intensive Prozesse. Mhm. Und wenn du dich da schon so intensiv mit beschäftigt hast, dann soll das hinterher auch wertvoll werden. Und dafür brauchst du das Feedback auf einer Ausstellung? Ja, Feedback kann auch polarisierend sein. Mhm. Ja, auch das wäre gut. Mhm. Also wenn alles abklatschen und sagen, boah, geil, dann hast du eigentlich schon fast verloren. Ich würde sogar sagen, dass eine Präsentation an sich ja auch nicht immer unbedingt ein Feedback braucht. Also man braucht zumindest bei einer Präsentation ja kein Feedback für sich. Ne? Ich denke das die ganze Zeit, aber gut. Ne? Warum machst du eine Ausstellung? Also warum würdest du Bilder an die Wand hängen, Leute einladen, eine Vernissage machen oder sagen, es gibt so und so viele Termine für eine Ausstellung, bei der du dann auch selber bist und darauf warten, dass keiner was sagt? Das wäre der Umkehrschluss. Das finde ich dann ganz schade, oder? Ja, es ist so wie ein Auftritt und keiner sagt was. Und keiner klatscht. Leute gucken auf die Bilder und trinken aber interessiert ihren Sekt oder so. Mhm. Ja, wär Horrorvorstellung. Ja. Ja, also ich meine, ich habe noch nie eine Ausstellung gemacht. Ist auch etwas, was für mich persönlich in meiner Entwicklung noch überhaupt, also nicht im Entferntesten daran zu denken ist. Also ich hatte das Glück, das machen zu können, ganz am Anfang meiner Fotografenentwicklung. Da war es aber dann auch einfach deswegen, weil auch keiner wusste, was ich da so treibe. Und ich einfach gesagt, ich will das mal mit meinen Freunden zeigen. Einfach so. Das war jetzt keine öffentliche
Ausstellung, oder ja, das war doch, das, natürlich war es eine öffentliche Ausstellung, doch. Aber der Grund zu dieser Vernissage habe ich erstmal alle eingeladen, meine Freunde, alle, die ich so kannte, um zu sagen, das ist was Neues jetzt, was da kommt. Ne? Und ich kann mich heute noch erinnern an ein Gästebuch, das ich da ausgelegt habe, in das mir viele dann auch reingeschrieben haben und Kommentare. Und wenn ich das heute manchmal zur Hand nehme, denke ich, boah, das war ein wunderbarer Anfang. Mhm. Ja, und der, ich glaube, dieses kleine Gästebuch ist ganz, ganz, ganz nachhaltig geblieben. Mhm. In Erinnerung auch an, wenn man sich nach so einer Vernissage überhaupt was an was erinnern kann, ist es relativ wenig, weil es passiert so viel, aber so vieles segelt einfach an dir vorbei. Mhm. Aber es sind auch viele so Kommentare oder so kleine Begegnungen da gewesen, die weiß ich heute noch. Mhm. Und ja, das fand ich einfach super wertvoll. Mhm. Und es hat mich auch gefördert, hat mich bestärkt, dass ich da weitermache mit Fotografie. Mhm. Da war ich ja noch ziemlich am Anfang. Ne? Ja, also ich für mich, ich sehe mich da noch nicht. Ich sehe irgendwie meine Bilder noch nicht reif genug für sowas. Aber das ist auch etwas so... also du hast zum Beispiel jetzt gesagt, okay, die Corona-Zeit hatte ich so ein sozusagen ja unfreiwillig in so einen Denkprozess reingebracht, wo du dann auch, ich sag jetzt mal, gestärkt irgendwie rausgegangen bist, ne? Als anderer Fotograf, ja. Sag ich jetzt mal, mit anderen Ideen, mit etwas vielleicht etwas fokussierter in dem Sinne, dass du eine klarere Vorstellung von denen hast, was du sozusagen haben möchtest. Mhm. Okay. Und diese Pause, die muss ich erst noch haben. Die habe ich noch nicht. Ich glaube, die muss ich mir demnächst irgendwann mal holen. Also ich weiß nicht. Ich kenne auch schon einige Fotografen, die, wie wir eben schon gesagt haben, die gemerkt haben, dass sie so an so einem Punkt sind, wo es nicht weitergeht. Mhm. Und die dann konsequent Pause machen. Mhm. Ein paar Monate. Nicht die Kamera in die Hand nehmen. Ja. Und also ich mache immer einmal im Jahr eine Pause. Immer im Dezember. Mhm. So, und dann halte ich das so ungefähr 4 Wochen aus. Ja. Da denkst du so, ja, da habe ich ja gerade mal angefangen. Ne? Also und reißt jeden Tag so 10 verknirscht ein Kalenderblatt ab, ja. Genau, und denkst so, da liegt die Kamera, die weint auch schon. Genau. Ja. Nee, es ist so, ich meine, ich habe, bei mir war es ja so, ich habe innerhalb von relativ kurzer Zeit, innerhalb von ein paar Monaten war ich auf dem Stand, wo die Leute mir die Bude eingerannt haben und ich hatte 2-3 Shootings in der Woche. Mhm. Ja, da würden andere Leute würden sagen, sag mal, tickst du noch ganz sauber? Mhm. Ja, nur ich habe das aber auch gebraucht. Da sind wir vielleicht auch beim Dopamin. Das müsste ich jetzt mal noch mal für mich reflektieren. Mhm. Aber ich habe es auch gebraucht, weil da auch ein Lernprozess drin war und den wollte ich nicht unterbrechen. Wie lange machst du jetzt Bilder? Du hast ja erzählt 3 Jahre oder was, ne? Also ich mache, ich fotografiere mit einer, also eigentlich seit 2006 so ein bisschen Knipserei. Mhm. Also so, dass ich eine Kamera habe. Habe dann auch mal eine große Pause dazwischen gehabt. Aber das war immer so ein bisschen so das, was mir so vor die Linse kam und auch überhaupt nicht regelmäßig. Ich hatte halt eine Kamera, ne? Und dann habe ich auch mal, eine Hochzeit begleitet oder sowas. So, und dann habe ich jetzt vor etwas über drei Jahren, habe ich dann gesagt, so, ich will jetzt mal richtig loslegen. Irgendwie ist, also entweder ich mache es jetzt richtig, ja, mit Menschen. Ich will eigentlich nur noch Menschen fotografieren. Ich habe keinen Bock auf Berge und was ich. Habe dann gesagt, okay, ich will da auch voll einsteigen und habe auch gesagt, ich will auch sowas, so die ersten 2-3 Jahre, wie so eine Lehre. Ne? Also wie man einen Beruf erlernt oder sowas. Und habe auch gesagt, ja, ich gebe da jetzt auch Vollgas. Mhm. Ja, und will da möglichst viele verschiedene Sachen auch ausprobieren. Ich habe ganz verschiedene Sachen geblitzt, mit weichem Licht, mit hartem Licht und was weiß ich. Alles Mögliche mal gemacht, nicht alles Mögliche. Also das, was mir gefällt, sondern mir gefällt sehr, sehr viel. Ja. Und mittlerweile ist es so, dass ich so vor ein paar Monaten angefangen habe, dass ich gesagt habe, okay, ich mache nur noch ganz wenige freie Arbeiten, vielleicht noch eine im Monat. Und der Rest
ist halt bezahlt. Mhm. Und wenn sich dadurch nicht so viel ergibt, dann ist das halt so. Ja. Und wenn ich dann halt nur noch einmal im Monat shoote oder zweimal, dann soll das auch reichen. Mhm. Und gehe seitdem auch viel, viel geplanter in Shootings rein. Ja. Aber ich musste auch das Handwerkszeug auch erstmal dafür erlernen. Ja, weil du kannst ja nichts planen, wenn du nicht weißt, wie du es umsetzen sollst. Mhm. Ja, so. Und das ist halt die Sache. Also ich gehe jetzt ja auch mit einem viel klareren Kopf da rein und überlasse ja auch viel weniger dem Zufall, weil ich weiß, okay, wenn ich das und das und das mache, bekomme ich das und das Ergebnis. So. Und wie ich das jetzt erzählt hatte, also ich habe jetzt letztes Wochenende Bilder in einem bestimmten Stil umsetzen wollen, den habe ich ja vorher auch ein bisschen geübt. Ja, klar. Ja, und um dann halt auch diese Sicherheit zu haben, das kann ich. Und dann kannst du ja auch, wie du das gesagt hast, dich auch voll auf das Modell und auf die Szenerie und auf die Bildaussage, weil da war ja auch eine bestimmte Idee dahinter, okay, ich will Bilder in diesem Stil haben und nicht rechts und links daneben, sondern genau in die Mitte getroffen. Ja. So. Dann gehörst du ja schon zu den Standhaften, die eine Idee, vorab eine neue Idee haben und du ziehst es durch, ohne dann abzuweichen auf deine alten Skills ja, sozusagen. Ja, sagen wir mal so, also diesen Stil sozusagen, diese Stilmittel verfolgen oder die nicht vergessen. Mhm. Ja, also zu sagen so, ach, eigentlich wäre das jetzt auch ganz schön. Nee, einfach mal fokussiert bleiben, ohne jetzt eine gewisse Kreativität jetzt irgendwie total zu vergessen und da irgendwie zu versteifen. Das ist ja die Kunst. Also in meinen Augen. Das in der Waage zu halten, ne? Das in der Waage zu halten, dass man sagt, okay, ich mache hier etwas, was auf der einen Seite kreativ ist und auf der anderen Seite aber so fokussiert ist, dass es auch eine gewisse Aussage am Ende hat und dass es eine gewisse Stringenz hat. Mhm. Ja. Und nicht irgendwie so, ah ja, können jetzt noch mal irgendwie was machen mit dem Streiflicht und hier guck mal, ne, und dieser Schatten hier und so. Und jetzt erzähle ich mir eine Geschichte, die ganz traurig ist und jetzt fangen wir an zu weinen. Hätte da nicht funktioniert, ein andern Mal. Ja. Ja. Aber so. Ist doch alles eine noch immer sehr, sehr perfekte Vorgabe und Haltung, das auszuprobieren. Du musst ja noch nicht wissen unbedingt, was dabei rauskommt, ob es dann hundertprozentig zu dir passt. Sondern es ist etwas, was du entdecken kannst und was dich überraschen kann, wenn es dann gelingt für dich. Ja. Und dann spürst du irgendwann, das passt zu dir. Ja. Aber das ist der erste Weg. Ja. Ich sag mal so, was am Anfang so eine ganz große Lernkurve hat, die ist sowieso in der ersten Zeit der Fotografie ist die unglaublich. Ja. Du fühlst dich also wie Hammer. Mhm. Und dann wird das langsam immer weniger und die Energie, die du reinstecken musst, um dann weiter und besser zu werden, wird größer. Richtig. Und wie hat Lindberg mal gesagt, ja, es gibt ja kaum noch jemanden, der sich was aufschreibt. Ja. Kam von ihm mal persönlich. Es gibt manchmal dann auch die Notwendigkeit, dass man sich die Gedanken, die man da macht, wirklich mal aufschreibt. Oder vor einem Shooting mal so klar macht, was man eigentlich will, dass man das dann auch genau durchzieht. Ich glaube, das ist ein ganz wertvoller Weg so. Ja, also ich mache das sehr viel im Austausch im Vorfeld mit dem Model. Mhm. Also, dass ich irgendwie mit den Leuten spreche, telefoniere, WhatsApps austausche, Moods austausche und dass man sozusagen ganz klaren Fahrplan hat. Dass man einen gewissen Fahrplan hat, der aber noch so viel Kreativität zulässt, dass man auch sagen kann, okay, wir lassen uns auch mal hier so ein bisschen treiben. Ja, ich habe auch schon Shootings komplett umgeschmissen. Wir waren draußen, es fing an zu regnen. Ja, was machst du denn dann? Packst du Sachen ein? Nö, habe ich gesagt, komm. Im Regenschuden. Ja, natürlich. Ja, klar. Ja, voll geil. Ja, sicher. Kann ich anders sagen. Alle ungewöhnlichen Wetterbedingungen sind geil zum Shooten. Richtig. Ja. So, und also von daher, das meine ich. Aber ich meine immer noch, dass ich noch nicht so auf diesem Stand bin, dass ich es jetzt sagen könnte, also ich bin jetzt so gefestigt in dem, was ich mache, dass ich es jetzt sagen kann, jetzt mache ich mal eine Ausstellung mit 25, 30 Bildern und die sind alle so, dass ich auch in 5 oder in 10 Jahren mich noch auf diese Ausstellung ansprechen lassen möchte. Mhm. Ja, ne? Und nicht in den Boden versinke oder sowas. Also da bin ich noch nicht. Ja. Auf der anderen Seite, ich glaube, das, was man gerade macht, wenn wir das ernst nehmen, dann ist der Zeitpunkt da, es auch zu zeigen.
Also es ist, sicherlich hat man die Vision, auch besser werden zu können, aber so ein Event, Menschen zusammenzuholen und dann mal gedruckt oder wirklich so ganz nah das zeigen zu können, was man macht, ist was anderes, als ein vielleicht kleines Buch zu machen oder auch bei Instagram was zu posten. Und ich weiß nicht, ich glaube, dass diese direkte Reaktion zu jeder Zeit machbar ist. Mhm. Wenn man zurückblickt in sein Archiv und die richtigen Bilder aussucht, müssen ja nicht viele sein. Mhm. 10 Stück reicht. Ja? Du musst nicht 50 Bilder zeigen. Mhm. So. Und du musst das auch nicht riesig aufziehen. Aber es ist so eine ganz andere Würdigung dessen, was du gemacht hast. Und was du vielleicht auch während du es ausdruckst noch mal mit ganz anderen Augen siehst, weil es dir so klar gemacht wird, was du da getan hast. Ja. Ja. Wir hatten jetzt auch schon häufiger jetzt auch schon mal so den Punkt mit das Thema Kuration so angeschnitten. Mhm. Wie viel Zeit würdest du quasi, also wie oder kannst du das in Zeit messen irgendwie, wie viel Zeit gibst du quasi jedem Shooting noch mal für die Kuration? Es hängt so ein bisschen davon ab, was dann hinterher rausgekommen ist. Also erstmal in der ganzen Linie. Oder wie würdest du es gewichten? Viel Zeit. Sehr viel Zeit sogar, ja. Also dass die Bilder, ich glaube, ich finde die Bilder, die mir wichtig sind, relativ schnell, auch wenn ich viele gemacht habe, aber die finde ich relativ schnell. Mhm. Aber sie dann zu bewerten und zu sagen, das ist jetzt wirklich ein Foto, wo ich sage so, boah, das ist der Hammer. Das dauert, weil das muss ich auch einreihen, an anderen messen. Das, weißt du, man ist immer auch so schnell auf Gefühlsebene nach einem Shooting gekickt von dem, was gerade passiert ist, weil man ein gemeinsames Erlebnis hatte. Und da muss man sich erst wieder von entfernen und dann sieht man das Bild neutraler. Vielleicht auch mal versucht man es aus dem Blick eines neutralen Betrachters des Bildes zu sehen und nicht aus der eigenen Gefühlswelt, dann erkennst du das Bild anders. Mhm. Ja? Geht mir ganz genauso. Und das ist ein schwieriger Moment, der auch Zeit braucht und der irgendwie eine gewisse. Also für das Buch damals und die Begegnung mit dem Sebastian habe ich meine Bilder einfach mit einem Bürodrucker ausgedruckt, so DIN A4-mäßig. Mhm. Und die habe ich hier in dem Zimmer schon, das ganze Zimmer lag voll mit Papier. Bin hier durchgestellt und habe versucht, die in Reihenfolge zu legen. Habe eine gute Bekannte, die Katha, die mir auch geholfen hat. Vielen, vielen Dank übrigens noch für deine Riesenmühe an dieser Stelle mal, wenn du es hörst. Mhm. Wir haben Nächte zugebracht, um Bilder in Reihenfolge zu bringen. Mhm. Und ja, das ist eine ganz, ganz wertvolle Arbeit, aber auch nervenaufreibend. Mhm. Trotzdem schult sie dich wie verrückt. Und das ist das Wertvolle dabei auch. Mhm. Ne? Genau wie die Auseinandersetzung. Es ist auch gut, Bilder mal zu drucken und dann vielleicht mal einen Freund einzuladen und zu sagen, nee, ich zeig dir das nicht auf dem Handy. Hier liegen sie auf dem Boden oder auf dem Tisch und jetzt guck mal da drauf oder nimm sie mal in die Hand und guck mal, was passiert. Mhm. Das ist das wirkt ganz anders. Du kannst ihn sogar beobachten dabei, während er es in die Hand nimmt und merkst, wie er fühlt, wie er atmet, wie er es in die Hand nimmt oder was wieder gleich beiseite legt und ein anderes nimmt und so weiter und so fort. Ne? Das ist übrigens etwas, alleine schon der Prozess zu sagen so, okay, das ist jetzt ein Bild, was ich drucke. Mhm. Also alleine so geht mir das. Also dass man sagt, okay, dieses Bild, es ist wert, gedruckt zu werden. Also das ist ja schon für mich zumindest ein Riesenschritt. Ich würde sogar so weit zurückgehen, dass ich sogar sage, grundsätzlich der ganzen Sache viel mehr Zeit zu geben, gerade in der heutigen Zeit, wo alles sehr schnelllebig ist, ist super wertvoll. Ich habe gerade jetzt, deswegen ist das auch ein Grund, warum ich sehr still bin, weil ich das auch sehr spannend alles gerade finde, ist, ich habe gerade jetzt die letzten Tage auch einige Erkenntnisse für mich gehabt, so. Da war zum Beispiel auch ein Shooting, ein Brautpaar-Shooting, ja, wo ich eigentlich an so einem Punkt war jetzt so Ende der Saison, wo ich gedacht habe, es gibt sehr viele Wiederholungen so in den Motiven. Ja. Und dann hatte ich plötzlich ein Paar, was zu mir gesagt hat, so,
Ach, wir haben Zeit. Ach komm, lass uns doch hier noch machen. Lass uns doch hier noch machen. So, und lass uns doch auch noch hier noch ein Bild machen. Und plötzlich war ich super kreativ, also hatte ich viele, ganz viele neue Motive. Allein in diesem Brautpaar-Shooting habe ich viel mehr Output gehabt, als also mit neuen Bildern, ja, als fast die ganze Saison so durchgehend. Ne? Mhm. Und ich dann für mich gemerkt habe, so ich allein, dass ich einfach ein bisschen mehr Zeit habe, ja, das macht so viel aus. Und das Schöne ist, ich hatte so einen Spaß an der ganzen Sache, obwohl ich eigentlich schon weiß, ich habe keine Freigabe für die Bilder irgendwie ins Portfolio zu nehmen, weil das Paar, die haben beide Jobs, wo man es nicht zeigen darf. Das ist privat, ja. Ja, so und aber das war mir in dem Moment egal, weil ich hätte ja nur an mich denken können und sagen können, ja, nee, das hebe ich mir auf für das Paar, mit denen ich dann das Portfolio nutzen kann. Dann hättest du ja deine eigene Freude, die dann in dir explodiert, da gerade unterdrückt. Genau. Das wäre ja auch falsch gewesen. Und da habe ich einfach für mich gemerkt, es ist viel, viel wichtiger, einfach manchen Dingen einfach wieder mehr Zeit zu geben. Ja, und das ist, deswegen bin ich da sehr still, weil ich höre das ja raus, du hast ja auch eine Entwicklung für dich gemacht, wo du sagst, auch da, wo auch da natürlich auch Zeit für benötigt wird. So. Und das ist, deswegen höre ich da so gespannt zu und habe heute mal einen geringeren Redeanteil. Ja, aber ja, was du da gerade erzählst, dass dann Leute kommen, die dich auffordern, ach, guck mal, da ist doch noch eine Möglichkeit. Die sehen etwas anderes als du. Und die weisen dich darauf hin und erst reagierst du darauf und denkst, soll ich jetzt echt noch was machen? Und dann merkst du, dass das wertvoll werden könnte und dann macht es Klick. Ja, aber tatsächlich sogar so, dass ich habe mir eigentlich immer diese Zeit gewünscht. Ja? Und es war so eher, dass ich bin immer so weit so, dass ich denke, ja, Moment, aber eigentlich ist doch der Plan jetzt, wir müssen langsam mal reingehen, gleich geht die Trauung los. Mhm. Ja, so, ne? Und eigentlich haben wir doch gar keine Zeit dafür jetzt. Ich habe mir das natürlich gewünscht und wollte, es gab so, das ist, also mal ganz konkret, das war auch in einem Standesamt, da war ich schon 50 Mal. Ja, so. Ja. Und ich habe da aber jetzt Motive umgesetzt, wo ich dachte, Mensch, ich sehe diese, ich habe etwas, wo ich eigentlich total vertraut bin, ja, und habe jetzt, sehe es von ganz anderem Blickwinkel, einfach nur, weil ich mehr Zeit bekommen habe. Ja, aber dich hat es ja dann doch glücklich gemacht, auf einmal auf diese kleine Anforderung zu reagieren. Und es wurde tierisch kreativ. Ja. Was auch wieder zeigt, du hast einen Moment mit, das ist in der Fotografie dann für uns ja auch alle wichtig. Ne? Wir können eine Idee von dem haben, was wir shooten wollen. Wir können einen Menschen finden, von dem wir glauben, er passt dazu. Aber diese glückliche Fügung, wie sie sich da bei dir ergeben hat, die kommt manchmal auch dazu. Das ist das, dass du kannst tüchtig gewesen sein und das vorbereitet und vorgedacht haben und was weiß ich. Aber wenn diese Verzahnung kommt mit Menschen, die dir auf einmal klar machen, da ist noch was und da kannst du was rausholen und du kannst dann auf einmal darauf reagieren und hast Energie dafür und hast neue Vorstellungen vielleicht auch dazu, die ganz plötzlich kommen, ist das toll. Das ist ein Hammer eigentlich, wenn dir das passiert. Ja. Ne? Wenn du dann hinterher sagst, du darfst es nicht veröffentlichen, ja, das ist schade. Ne? Aber du hast dann diesen Moment auf jeden Fall genießen können. Ja, ich wusste es halt schon vorher, also das war schon vorher abgesprochen, aber das war dann auch so, dass ich dann auch gesagt habe, ja, ist doch egal. Das Verrückte ist, ich habe sogar auch diese Hochzeit habe ich vorgezogen. Also ich hoffe, ihr kennt kein Paar, was noch auf Villa wartet, irgendwie mit, aber ich habe die sofort angefangen. Ich bin nach Hause gekommen und habe damit angefangen. Ja, ne? Kann ich verstehen. Obwohl ich eigentlich gar nicht, wie gesagt, obwohl ich weiß, dass ich eigentlich, im Endeffekt kann ich die auch ganz normal einreihen quasi so und hätte die Villa auch noch sonst wann bearbeiten können, weil ich habe ja eigentlich persönlich keinen Nutzen davon jetzt für die... Ja, trotzdem, es ist spannend, einfach deinen eigenen Prozess dann in den Bildern verwirklicht zu sehen. Das, was mit dir passiert ist dabei. Ja. Und das kann ich voll verstehen, dass du da das auch ein bisschen vorgezogen hast und einfach neugierig warst, was da passiert ist. Ne? Ja. Ich meine, ob du das jetzt veröffentlichen kannst oder nicht, ich meine, du hast dein Herzblut reingesetzt. Oder ja, das ist da drin und ich meine, man ist ja auch nur ein Mensch.
Ja, und dann ist es auch nur menschlich, dass man sagt so, hey, ich will das jetzt aber ja schnellstmöglich einfach umsetzen, ja, und auch da einfach auch teilweise, also auch so von dem Workflow, Workaround, so dieses, ich kann ja quasi jedes Paar in immer eine neue Ecke stellen und klapper vielleicht irgendwie oder ratter diese Posen, die ich irgendwie im Kopf habe, wie man Paare ganz gut stellen kann, runter, ja. Mhm. Oder wiederhol irgendwas, was wir vielleicht sogar am Anfang des Shootings gemacht haben, nur in einer anderen Ecke. Ja. Und dann frage ich dich, was fühlst du dann? Wenn du das machst? Und das ist genau das Ding. Dadurch, dass ich, das ist, wenn man, und das meine ich, ich will darauf hinaus, wenn man mehr Zeit hat, ja, dass da, wenn ich weiß, ich habe nur wenig Zeit, jetzt mal genau das Gegenbeispiel zu nehmen, ich habe nur wenig Zeit, dann funktioniere ich. Ja, dann mache ich genau das. Ich weiß, ich muss ja jetzt quasi hier nochmal schnell ein Bild machen. Dann mache ich das, was ich irgendwie vielleicht schon mal gemacht habe. Ja, und bin dann dementsprechend einfach nur effizient. Mhm. Ja, aber wenn ich von vornherein schon mal gesagt bekomme, oh nee, wir haben ja noch Zeit, ach dann, wir können auch so. Dann weiß ich, ich gehe dann eigentlich da rein und ich, weil das Ziel ist ja immer das Gleiche. Ich möchte ein gutes Bild aus dieser Situation, ja. Könnte ich ja eigentlich immer haben, auch wenn ich von vornherein sage, nee, ich mache jetzt nicht das, ja, ich mache jetzt nicht das, was ich schon mal gemacht habe. Ja, wäre ein guter Plan. Ja, wäre ein guter Plan, aber mit der Zeit kommt ja auch, mit mehr Zeit kommt auch mehr Sicherheit, weil man weiß, ich habe jetzt Zeit und kann einfach auch mal durchatmen, das gut durchdenken und dann auch nochmal vielleicht kontrollieren. Timo, wir reden ja auch vom speziellen Thema Hochzeitsfotografie. Ja, klar. Das kann man nicht wiederholen. Ja. Und du hast die Verantwortung, dass du einem Brautpaar etwas abliefern musst. Klingt jetzt gerade so nüchtern, obwohl das eine sehr emotionale Fotografie ist. Aber das ist ein Job in dem Moment. Und es zu riskieren, etwas neu zu machen, ist ja dann erstmal nur dein Wunsch. Oder deine Grundidee. Und du weißt nicht hundertprozentig, ob es gelingt oder funktioniert. Das ist aber tatsächlich das Ding, das ist auch genau der Punkt. Aber mir gerade ist, dass ich daran an dem Punkt bin und arbeite daran, auch in der Profession quasi, warum ist es nicht möglich, dann nicht trotzdem auch da jedes Mal was Neues abzuliefern. Ne? Wirklich kreativ zu sein, statt nur zu funktionieren. Ja? Weil es muss möglich sein. Es gibt genau diese Fotografen, die das an den Tag legen. Ja? Und die schaffen es auch irgendwie. Mhm. Und an sich, ich traue mir das eigentlich zu, dass ich das kann. Nur das ist immer dieses dann vor Ort zu sein, ne? Und das dann wieder auf die Straße zu bringen. Das ist wieder ein anderer Moment. Vielleicht brauchst du auch nur eins. Ein bisschen Mut. Ja, tatsächlich. Ein bisschen raus aus der Komfortzone, die man sich auch für so einen Job ja sicherlich geschaffen hat, um da verlässlich und zuverlässig für alle ein gutes Ergebnis abzuliefern. Ja. Ganz klar. Ja. Aber Mut und vielleicht eine kleine Vorstellung vorab, die man haben könnte, kann beflügeln. Ja, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich, ist es eher der Druck, also für mich persönlich ist es der Leistungsdruck, der quasi dafür sorgt, dass ich mich dann schneller mal kopiere. Ich nutze dann vielleicht eher, um mal ein bisschen Variation da reinzubekommen, ist es eher bei mir aktuell noch so, dass ich dann von freien Sachen, die ich mal zwischendurch mache, da dann kopiere, um wieder neue Sachen reinzubekommen. Aber gerade jetzt in so einem Jahr wie dieses, wo ich eigentlich gar keine, also kaum Zeit hatte für freie Sachen. Ja, da du warst sehr beschäftigt dieses Jahr, ne? Ja, dieses Jahr war sehr viel. Also jobmäßig. Ne? Ja. Ich freue mich schon auf jetzt, der 15. Oktober ist meine letzte Hochzeit. Mhm. Und ich glaube, ich mache mal einen Monat gar nichts. Es ist noch nicht 100% in Stein gemeißelt, aber ich glaube, das wird mir mal gut tun. Einfach erstmal Urlaub und dann auch dann nur das Nötigste. Ja. E-Mails beantworten reicht, glaube ich. Ja. Ja, mal ausschalten wieder auch. Ja. Denn ich weiß, also gerade dein Thema Hochzeitsfotografie muss dieses Jahr übergeschwappt sein, weil durch Corona ja alles auf jeden Fall aufgestaut hat und dann elementar viele Leute geheiratet haben. Mhm. Und ich kenne es von meiner Tochter, die als Musikerin
viele Hochzeiten betreut. Die hatte dieses Jahr den Hammer-Durchlauf da. Glaube ich. Also kann ich nachvollziehen. Ja. Aber für deine freien Projekte, ich meine, vielleicht hast du dann ja nach dem 15. Zeit, einfach mal auch wieder die Seele ein bisschen baumeln lassen, vielleicht mal erstmal gar nicht an Fotografie zu denken und dann zu überlegen, was mache ich an freien Projekten mal neu. Ja. Denn das ist ja immer das, was so auch so die eigene Inspiration fördert. Und ja, ich habe da, also es gibt schon so ein paar Sachen, die mir so im Kopf schweben, die sich die auf jeden Fall raus müssen. Und ich merke das ja auch, dass die Sachen, die ich dann doch mal gemacht habe, die sind, das ist ja wie, also ich habe zum Stefan mal so Spaß gehabt, spaßeshalber gesagt, wir haben es wie, als hätte ich Druck auf der Leitung gehabt. So wirklich dieses, das dann ist wirklich so, das musste dann alles raus und dann ist dieser, der Output dann auch in kürzester Zeit enorm. Mhm. Ja, so dass ich dann auch da in einer Stunde irgendwie fast wie, als hätte ich zwei Shootings gemacht. So. Ja. Und das merke ich schon und da ist auch schon einiges, was mir so im Kopf schwebt, wie gesagt, aber ja, ich glaube trotz alledem so ein bisschen, ich glaube, ich brauche erstmal einen kurzen Abstand, kurze Pause, mal neu sammeln, Energie sammeln vor allen Dingen, ausschlafen. Und Abstand ein bisschen. Ja, genau. Mhm. Und dann fehlt, glaube ich, auch nochmal so ein kleiner, so ein Anstoß für, also auch eher so ein Inspirationsanstoß und ich glaube, der muss noch nicht mal irgendwie, dass ich jetzt irgendwie einen bestimmten Künstler oder sowas dafür brauche. Tatsächlich schwebt bei mir sogar aktuell eher dieses, ich kram einfach mal so ein bisschen durch ein paar Bilder, die ich früher gemacht habe. Ja? Weil ich glaube, ich habe da so ein bisschen, weil die finde ich immer noch schön. Ja? Bin da aber irgendwie so ganz anders, einen ganz anderen Weg gegangen zwischendurch und ich glaube, ich gehe wieder so ein Stückchen zurück. Mhm. Nicht ganz zurück. Vielleicht lenke ich auch einfach nur auf die Spur wieder so ein bisschen ein. Ja. Das heißt, ich muss mich eigentlich da eher nur wieder mehr mit mir befassen. Das ist eigentlich eher das. Ja. Das kannst du ja in der Saison nicht so. Nö. Nee, da bleibt keine Zeit zum Atmen. Die Ruhe nicht. Und nee. Wo wir wieder bei der Pause sind, die Hans gemacht hat. Ja. Genau. Ja, eigentlich ja unfreiwillig, ne? Aber ich glaube, im Nachhinein war dann sogar Corona, so doof wie die Zeit war, dann trotzdem auch wertvoll. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also, das ich habe auch tatsächlich schon mal mit dem Gedanken gespielt, ob ich nicht damit was verpasst habe, indem ich halt auch am Anfang sehr still gewesen bin, so in der Fotografie an sich, beziehungsweise wenn dann das gemacht habe, was ich sonst auch gemacht habe, statt irgendwie mich zu trauen, zu sagen, warum gehe ich nicht mal raus und warum mache ich nicht einfach mal was anderes, warum fotografiere ich nicht das, was irgendwie gerade da ist, statt irgendwie das zu hoffen, was mir gerade verloren geht, also durch, also dieser Kontaktbeschränkung allein schon. Mhm. Ja. Als People-Fotograf in eine Kontaktbeschränkung zu bekommen, ist ja erstmal die absolute Hölle. Mhm. Ja. So, und ich habe schon nochmal mit dem Gang gespielt, warum bin ich nicht einfach rausgegangen und habe Leute vor der Haustür fotografiert? Warum habe ich nicht eine leere Stadt fotografiert? Mhm. Ja, oder vielleicht irgendwie eine Langzeitbelichtung, wie nur ein Mensch durch irgendwelche großen Plätze, die man eigentlich menschenbefüllt kennt, durchrennt oder irgendwie sowas. Vielleicht einfach deswegen, weil du es nicht angegangen bist. Genau. Weil du dir nicht intensiv genug vorstellen kannst, dass das zu einem guten Ziel führt. Ja. Dabei sieh einen Fotograf wie Alan Schaller, könnt ihr bei Instagram finden, der macht zum Beispiel ganz viele Bilder, wo nur ein einzelner Mensch drauf zu sehen ist. Ja. Oder es gibt noch, ich will ja jetzt nicht ausufern, aber es gibt eben solche Inspirationen, dann ist es wieder auch die Energie, die man braucht, um das dann auch wirklich mal auszuprobieren und zu machen. Ja. Ich glaube, man findet immer irgendwas, was einen daran begeistern kann. Ja. Ja, das denke ich auch. Das kann man auch so stehen müssen. Mir fällt gerade eins der allerersten
Bilder, die ich bewusst unscharf fotografiert habe, war ein Kerzenleuchter, also ein Gartenleuchter mit so 8 Kerzen drauf, so ein alter Metallleuchter, der an einem Ast im Baum im Garten hängt, und den habe ich im März fotografiert. Mhm. So eine völlig, es ist noch kalt, nass, uselig draußen. Und ich wollte einfach irgendwie das probieren, wie das wirkt, und habe das Ding fotografiert. Dieses Bild werde ich in mein Buch packen. Das erzählt eine ganze Geschichte für mich. Und es ist, es ist auch noch gut geworden. Ja, es hat also auch eine Wirkung. Und manchmal würde ich auch sagen, es kann passieren, dass du etwas tust, wo du vorher noch gar nicht eine große Erwartung dran setzt. Aber dadurch, dass du es tust, passiert was. Und dann hinterher merkst du, du machst einfach weiter, weil du irgendwie Gefallen daran findest. Und es ist nicht langweilig und doof und öde, sondern es macht sogar etwas mit dir. Ja? Mhm. Oder auch das drastische Ändern von Blickwinkeln, das drastische Ändern seiner eigenen Vorstellung kann im ersten Moment sich anfühlen wie, nee, das ist jetzt überhaupt nicht meins. Ja? Und dann machst du es und entdeckst dazwischen ein paar Sachen, wo du sagst so, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und dann packt dich das. Und du kannst es als Mosaikstein in deine Skills packen. Ja. Haben wir es rund? Du, ich könnte euch vor allen Dingen noch ewig zuhören. wir können auch das Ganze gerne wiederholen. Also nochmal zu einem anderen Zeitpunkt. Ja. Vielleicht, wenn das Buch draußen ist. Wer weiß? Ja, das ist, da möchte ich auch noch dazu sagen. Also damals waren ja die Bilder eigentlich fertig. Und ich habe dann in der Corona-Phase uns auch beschlossen, dem einfach noch ein weiteres Kapitel zu geben. Und so erweitert sich das Buch. Es wird dadurch etwas größer. Wir haben sowieso damals die Bilder, die ich gemacht habe, extrem zusammengeschrumpft. Also ist es sogar vielleicht auch ganz gut, dass jetzt noch ein bisschen was Material dazu kommt. Ja. Aber es ist auch sehr spannend. Also ich habe ein wirklich neues Kapitel dazu. Ja. Trennst du das ganz offensichtlich in dem Buch? Willst du es schon verraten? Nein, will ich noch nicht verraten. Okay. ich würde euch auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn es dann soweit ist. Ja, sehr gerne. Ja, sehr oder gerne. Vielleicht auch mal vorher ein bisschen was zeigen davon, dass ihr so einen Eindruck habt, so intern. Und mal wisst, was da kommt. Ja, sehr schön. Ja, wär auf jeden Fall gut. Aber ich denke mal, eben die Worte, die könnten wir auch so stehen lassen. Und mit dem Mut, das fand ich übrigens auch ein sehr, sehr gutes Wort, wo man einfach auch mal sagen kann, so, hey Leute, seid mutig. Ja, na? Genau. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank. Vielen Dank. Und, ich bedanke mich. Ja. Ja, und jetzt hauen wir nachher den Podcast ganz mutig raus und. Ja, ich bin gespannt, was draus wird. Wir sind sogar diesmal sehr zeitnah. Also, wir nehmen gerade knapp eine Woche auf. Vorher. Das heißt, also für uns geht die jetzt schon nächste Woche Donnerstag. Also, Hut ab, dass ihr das sowieso schafft, jede Woche einen Podcast zu präsentieren. Ja, wir geben uns Mühe. Ich merke, wie viel Arbeit dahinter. Eure Fahrerei, die Reiserei. Wir sitzen jetzt hier 2-3 Stunden zusammen, aber ihr habt 4 Stunden Fahrzeit. Ja. Und das alles noch mit normalem Job im Hintergrund. Das ist vielen Dank, dass ihr das macht. Das ist der perfekte Punkt, gerade nochmal zu sagen, wir brauchen mal ein paar Bewertungen. Weil wir vergessen das immer. Wir sagen das nie und wir brauchen mal ein paar Bewertungen und so. Also wenn jemand will, folgen und so. Ja, und was sagen wir nie, was mal dazu schreiben. Diese typischen Sachen, so lass ein Like da oder irgendwie sowas, das machen wir halt nie. Aber jetzt, wo du schon so sagst und vielen Dank auch dafür, aber das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um ein bisschen, eine Bewertung bisschen Fishing for Compliments zu machen. Ne? Ja, genau. Alles klar. Super. Alles klar, dann bis nächste Woche und tschüss Hans. Jawohl, vielen Dank, ihr beiden. Ja. Macht's gut. Macht's gut, ciao.